Doch, Teamspeak anmachen, ne? Geh auf. Ich bin's gewohnt, ich werde öfter vergessen. Hier, pass auf! Feuer mal Ralf raus auf den Meter. 184? Moin, 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 Leute. 631? 184, 631. Okay. Oh, grüße dich, Roscoe! Na, ein guter Bier! Na, mein Guter, alles fit mit dir? Ah, soweit, soweit. Top. Ich hab mir halt noch ein bisschen Schnaps über meine Wunde geleert, aber jetzt geht es wieder. Deswegen hast du so gebrillt aus deinem Raum. Na jo, na jo. Wir müssen mal ja einer von euch die Fäde dozieren, ne? Mensch, die lässt einfach schön in die Haut reinwachsen. Ja, passt mal auf, Jungs. Ich bin gerade noch so eine Kleinigkeit am Vorbereiten, könnte man sagen. Es geht mir darum, heute die Palettis ein bisschen davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, nie das zu machen, was die und Nils sagen. Haben die das gemacht, oder was? Nee. Also präventiv, komm mal sagen. Präventiv, lass sie gar nicht auf blöde Ideen kommen. Verstehst du? Ja. Und dafür muss ich mal noch eben los. Oder pass mal auf. Wir brauchen mehr oder weniger Freiwillige auf Abruf. Wenn jeder von uns loszieht und drei vertrauensvolle Nordmänner Freiwillige findet, das wäre doch was, ha? Die habe ich jetzt schon. Gut, ich suche drei, du bringst drei. Und der Wayne bringt auch drei. Ja, also, aber was manche mit auf Abruf? Für heute nur oder generell? Ja, für oder? Heute. Nee, für heute. Okay. Für heute erstmal, für eine Aktion. Okay, und wenn die frohre was er machen soll, was sag ich denn da? Ist geheim, aber danach sind die und Nils einen Gefallen schuldig. Ja? Okay, okay. Ich sag einfach, dass du da eine Idee hast und ich soll dir vertrauen. Genau, so machen wir das. Mhm. Alra, dann düsen mal los. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt? Na, tipptopp. Also, dann rufen wir uns, also, dann ruft mich einfach an, sobald ihr jemanden habt, ja? Ja, Mensch, ich hab deine Nummer nicht. Wollen wir sagen, wir treffen uns um 21 Uhr hier? Meinst du, das langt der? Oder früher? Ja, oder später? Wird, nee, ach du, ganz ehrlich, wir rufen einfach an, sobald wir es haben, ja? Ah jo, alles klar. Das sollte relativ fix gehen. Wayne, jetzt hast du. Alles klar. Tipptopp. Gut, ja, ist in Ordnung. Jungs, dann mach ich mal los, wa? Mach ich mich eben mal auf dem Wemser hier. Arthur hat wieder was vor. Ich weiß auch ungefähr was, aber ich werde natürlich nicht zu raten. Ei, gute wie? Einfach abstelle da, einfach abstelle. Okay. Grüße. Sieben Tage, sieben Nächte, sieben Wunder und noch mehr. Geglaubt ist für immer, ich hab geglaubt. D-d-d-d-d. Los. Ja, was geht denn ab da? Ist das schon einer da in der Kneipe? Hä? Nee, noch nicht.
leid. Jeha! Hört euch, ihr Schwänze! Aune! Was, Kassalo? Ach, kein Schwanz, hallo! Was geht bei euch ab? Wir waren gerade beim Angel-Event. Bei was? Bei dem Angel-Event. Was für ein Angel-Event? Hier war heute ein Angel-Event da hinten. Wir haben da hinten ist so ein kleines Fischerdorf und da kannst du, war heute das Angel-Event, ja. Ach ja. Ja. Ich krieg wieder was mit. Der von Lonnie. Ah, da mach ich doch mal. Ist der noch da? Der ist bestimmt noch da, ja. Der kommt aber. Wo ist denn das? Lonnie ist natürlich mein Geheimfavorit, wenn es um so Aufgaben geht, ne? Ja, moin, Mama. So sind doch die ganzen Nattmänner, die ich gesucht hab. Hey, Roscoe. Hi, gute wie, how are you? Hi. Perfect. Hi. Bei dir? Jo, sauber. Ja, dich hab ich gesucht. Wen, mich? Ah jo, dich und der Lonnie da, jawohl. Ja, wir fahren doch jetzt eh alle zu Lonnie. Ja, aber ich bräuchte euch vielleicht mal kurz. So, unter 6 bis 8 Jahre. So. Okay. Alles klar. Kotz. Ja. Ah. Wie war das Event hier? War es gut? Bei Lonnie ist gezogen aus. War in Ordnung. Sauber. Hier. So, nimm mal ihr Kollege da mit, ja. Na, ja, Roscoe, was ist los? Der Sandrol, der braucht später ein paar Leute auf Abruf. Okay, was ist denn los? Ja, ich weiß noch nicht, was er vorhat, aber der hat gesagt, ich soll mal losgehen und gucke, dass mir ein paar Leute auf Abruf kriege. Und wann denn, Zika? Weiß man ungefähr wann? Im Laufe des Ofens, ja. Ja, was will er machen? Es war so selber noch nicht, aber er hat gesagt, ihr sollt ihm vertrauen. Und danach habt ihr einen Qualle gut. Ja, also, sagen wir mal so, wir sind jetzt gleich bei Lonnies. Ja, das ja. Mal gucken, ob ich überhaupt in der Lage bin. Wenn das so abläuft wie gestern, dann wird es ein bisschen schwer. Aber wenn er sagt, was ist, dann können wir schauen. Ich glaube, das ist nichts Ernstes. Ich glaube, es soll vielleicht so Schauspielwetter oder so, aber ich habe da wirklich keine Ahnung. Braucht er einfach nur Leute, so wie das letzte Mal, die ihn einfach nur im Berg hochfahren? Vielleicht, oder das kann sein, ja. Ich konnte es auch wirklich, ich weiß es nicht. Aber ich habe halt an euch gleich gedacht, ne, wir brauchen halt stabile Nattleit. Ja, natürlich. Ja, das soll einfach dazu kommen, wenn das ist. Ja, einfach Bescheid. Ja, da rufen wir auf am Ohr, ne, alles klar. Da heißt, ja. R5 wird wahrscheinlich bereit, ja. Ja, ja, wir gucken einfach nach, wann die anrufen. Ich glaube, der Herr Spengler nicht, aber... Der Spengler, vielleicht nicht so gut, je nachdem, was es ist, wenn wir wissen, was es ist, ne? Ja, wir müssen mal nachschauen. Wenn wir als Presse durchdringen. Aber drei Leute kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich sag's mal so, hier, solange mich kein Idiot von der Popo hier kontrolliert, bin ich cool damit. Wenn er mich kontrolliert, dann ein bisschen Problem. Wenn wir da Probleme kriegen, soll der Sandro das vorher sauren, dass ihr Bescheid wisst. Ja, weil ich laufe halt immer mit dem Arsch viel Drogen halt durch die Gegend und das war halt nicht so cool. Ajo, natürlich. Na, da täte ich euch vorher Bescheid sauren. Ja, perfekt. Alles klar. Das ist sauber. Danke, Herr Anna. Genau. Was? Kurze Frage noch. Was dann? Ihr hattet doch diese Gerichtsverhandlung. Ja. Hattet ihr einen Anwalt? No. Gar keinen? Habt ihr keinen bekommen oder was? No, die haben uns ja nicht mal wirklich vorgeladen. Wir haben nur einen Termin gesagt gekriegt, als wir im Knast waren. Und wir haben aber nie gesagt gekriegt, was uns vorgeworfen wird alles. Wir haben auch nie gesagt gekriegt, dass wir Zeuge vorladen sollen oder sowas. Der Staatsanwalt, der hat gesagt, dass die Anklageschrift erst eine Stunde vor Termin fertig war. Heißt, wir hätten die vorher auch gar nicht gesehen. Hättet die auch nicht gesehen kennen. Das war eine Stunde vor Termin. Ah jo. Welcher Staatsanwalt hat denn das gesagt? Das war der... Ich weiß nicht, wie der Schkapp fort, kann das sein? Oder der andere, so war so ein Blonde. Da haben zwei Blonde gestanden. Das ist aber alles ein bisschen komisch, oder? Ah jo, die wollte uns systematisch da unterdrücken wahrscheinlich, irgendwie sowas.
Ah. Ja, aber, also, die wollte uns aber wegnaschen. Die haben gesagt, 120.000 Dollar Strafe. 120.000 Das wollte die ursprünglich, ajo. Und das ohne, dass ihr einen Anwalt haben konntet, ohne, dass der sich vorbereiten ohne konnte? Alles. Ganz genau. Die sind aber doch komplett jetzt, durch. Ja, das wird jetzt aber verschoben auf Mittwoch, glaube ich, was. Ja. Aber weißt du, wer euch da so anpissen wollte? Also warum, wer das so durchdenken wollte? Also das Ganze ist ja so ein Ding, ne? Die sind ja bei uns in die Form neu gekommen, weil irgendein Staatsanwalt wohl entführt wurde einen Tag vorher. Ja. Ja? Und die werfen das einfach uns vor, ohne dass es da irgendwas dafür gibt. Ich meine, wir waren alle beim Lonnie in der Kneipe zu dem Zeitpunkt. Ja? Und aufgrund dessen, dass die uns das vorwerfe, ohne dass die mit uns mal geschwitzt haben, haben die halt unser ganze Form durchsucht, ne? Und haben uns da nackig gemacht. Nee. Das haben sie uns dann gesagt, dass das der Auslöser dafür war. Ja, jetzt pass auf. Jetzt wurde uns das gestern gar nicht vor Gericht vorgeworfen, dass man einen Staatsanwalt entführt hätte. Was? Obwohl das der Auslöser gewesen sein soll für die ganze Aktion. Also, die wissen auch nicht, was die Rechte und die Linken konnten und so, ne? Also, ja. Dafür haben die Farm durchsucht und euch genau. Auch? Genau, und aber haben uns das dann nicht vorgeworfen. Und vor Gericht wurde das nicht vorgeworfen? Ja, da wurde nur die ganze anderen Sache vorgeworfen, die wir ja eigentlich größtenteils schon, ja, wir wurden ja nie maskiert oder so, wenn wir was gemacht haben, ne? Warum denn auch? Ja, wir retten uns da ja nicht raus, aber... Ja. Das ist ja komplett krank. Ja, die wollte und die Staatsanwälte, die sind richtig angepisst von uns scheinbar. Na gut, da müsste man halt mal wissen, wer da so den großen Hass auf euch hat, ha? Ja, der Orne. Orne hasst fort, das hat mir die Oma erzählt gestern im Gericht. Der da gestanden hat, aber ich weiß nicht, ob das der Hauptstaatsanwalt ist, der da alles verlesen hat. Okay. Ja. Ah, scheiße. Ja, wenn du da noch irgendwas zu hörst, kannst du ja mal SMS schreiben oder so. Du hast ja meine Nummer, glaube ich, ne? Gib mir die noch um und gib mir noch mal den Nomen, bitte. Mach ich, das ist ich die... Ich bin doch als Obsoffel, ich hab keine Ahnung, ja? Ja, ich kenn das. 88, 17, ja. 28. Ja, und der Nomen war Sprenger, ne? Ja, genau, Phil Sprenger. Ja. Ja, aber das kann ja so nicht angehen. Das klingt ja irgendwie, als hätte da jemand was gegen Leute aus dem Norden, ne? Ja, das ist ganz einfach. Der Lenz da unten von der Bulle, ne? Der fühlt sich nicht ernst genommen von uns, ne? Dem haben wir ins Wort gebrunst. Und auch die Staatsanwälte, ne? Die müssen dem natürlich den Arsch kraulen und sowas, ne? Und dann, da gibt's halt eher mit uns. Lenz, ach, das ist der hier, der Chief da, oder? Der Manfred, ja. Meinst du, der hat da ein bisschen Druck gemacht bei denen? Ah ja, bestimmt. Das könnte natürlich sein. Aber der und sein ganze Haufe da ohne, die haben ja alle nichts drauf. Ja, also die kriegen ja nichts geschissen. Ja, das ist ja nicht wie bei uns, die Sheriffs, hä? Ja, jo, genau. Also das ist ja wirklich so, die kriegen ja gar nichts hier. Ja, das ist halt einfach. Ja, und dann kann ich dir mal einen Geheimtipp geben, da die Gambinos, ne? Hast du die schon mal kennengelernt? Ich glaube nicht, oder Doc? Ja, die haben... Ja, ich war schon bei denen. Ja, die haben hier schon unseren Nordl besiedelt, Dobbin, mit dem Restaurant. Und das sind ja ganz schlimme Finger, sag ich da. Musst du aufpassen. Die haben mit denen wollten wir die Fressneuhaare, da haben die auf uns geschossen und so. Und dann wollte sie der Doktor verbieten, uns zu behandeln und sowas. So Geschichte. Warte mal, die haben auf euch geschossen und haben den Docs verbieten, euch zu behandeln? Ajo. Aber konntest du mal im Krankenhaus aufrufen, du im Pillbox? Haben die mir gestern erzählt, als sie mich behandelt haben? Ja, das werde ich auf jeden Fall mal nachfragen, weil das kann ja nicht sein, ne? Das ist brutal. Das hat ja auch nichts mehr mit, also das ist ja kein Stress mehr, das ist ja... Das heißt, mich bitte mitnehmen. Ja gut. Ja, so sind die drauf, ne? Alles klar, ich mach mal weiter jetzt, ne? Alles klar, ne? Das ist gut, alle her. Schön Gossip da. Ayo, fuck alle Nazis, ja natürlich. Der Wolle ist auch mega. Und moin moin, Schlottinio, was geht? Ich dachte, ihr habt jetzt fest... Ja, haben wir auch. Aber das wollte ich da jetzt nicht so, weißt du? Das hat ja Arthur Wiesel News erstmal verkauft, die Info, sag ich mal. Deswegen wollte ich das da jetzt nicht so auch raushauen. Wir wollen das ja noch runterhandeln. Mit einer Aktion. Weil
Wenn wir, also ne, man muss jetzt mal aus Spielersicht sagen, wenn wir am Donnerstagabend für 30 Stunden in den Knast gehen, können wir den Freitagabend nicht spielen. So, hä? Also keine Ahnung, ich gebe mir aus 50 Stunden in den Knast, aber ja, und da nur der Donnerstag als Auswahl steht, weil da halt der Knasttermin ist, wollen wir es halt jetzt nochmal runterhandeln. So, dass wir halt zumindest Freitagabend wieder rein können, ne? Ich meine. Fuck. Soll ja kein Softbahn sein. Und es soll auch nicht sein, dass wir uns vor der Strafe drücken, also, ne, wir sind voll dabei. Aber das soll man doch clever machen. Das Ganze, also, das ist auch wichtig für alle anderen. Ich meine, wir stehen ja zu den Taten. Das Einzige, ich glaube, wo wir wirklich diskutieren, ist halt diese Entführung, weil da wurde halt null ermittelt und die wurde uns ja dann noch nicht vorgeworfen. So, und alles andere, wenn die da halt das Mindestmaß an ein bisschen Arbeit da reingesteckt hätten, dann könnten die uns dafür ganz einfach verurteilen. Oh, moin, Illy, was geht? Und, natürlich spielt uns das jetzt in die Karten, dass die da nicht groß was auf der Matte haben und wir kommen dem halt jetzt einfach entgegen, wenn der das jetzt alles aufarbeiten will und so. Das ist ja Stunden, die der dann da rummacht. Ey, komm, verurteile uns dafür das, gib uns die und die Haftzeit und gut ist. Ne? Also, ich weiß nicht, wenn jemand geil davon wird, dass wir statt nur 30 Stunden 120 Stunden im Knast sitzen, ja bitte, dann soll ihn das geil machen, aber dann soll er sich schon, so weißt du, wenn das jemand geben würde, bei dem das so ist. Ja, bei mir ist soweit alles fit, Illy. Normaler Wahnsinn. Ja. Ja. Wenn du mal da an letzte Season und so denkst, ne, also verschiedene Gruppierungen haben da niemals irgendwie so ein hartes Urteil bekommen. Da gab es eine Gruppierung, die hat mal ein krasses Urteil bekommen und das wird dann auch einfach bezahlt von der PL. Das war auch so. Und auf dem Niveau sind wir ja, weiß Gott, lange nicht. Ach, Sadi, wie ist der? Siehst du, das ist mir eben auch nicht mal eingefallen. Ja, da sollte man es eigentlich besser wissen. Ich meine, ich wage mal zu behaupten, dass auch da der entführte Staatsanwalt und so, dass der halt schon Spaß hatte. Also die einzigen, die keinen Spaß haben, sind die, die sich triggern lassen. Das sind die Hölle rein. Gute Nash, was geht? So, mein Auto steht noch da oben. Wo ist eigentlich jemand, der mich da hochfährt? Also ich würde auch zutrauen, dass mein Auto jetzt einfach kaputt geschossen wurde. Moin, Hinti, was geht? Komm mal vorbei und guck mal, wie das Auto aussieht. So, ich könnte auch erstmal gucken, ob es überhaupt wirklich noch da oben steht. Warum wurde mein Auto wieder abgeschleppt? Was soll das denn? Die Cops sollen sich halt auch mal raffen, Alter. Also das fuckt ja wirklich ab, dass andauernd das Auto in die Scheißgarage da eingeparkt wird. So, das hätte man da ganz normal abschleppen lassen können. Fertig. Oh Gott. Der
steht in Garage not exist, dann ist das immer in der Verwahrstelle. Dann darf ich da wieder. Mucke lauter, Herr, das Ruhrgebiet. Ja, was heißt Schikane? Nee, das fuckt halt. So. Und da die Autos wegstickern, muss ja auch nicht sein. Ja. Ich will ihm gegen das Auto treten, aber der ist zu schnell. Oh, der zieht durch. Der hat keinen Bock. Ja. Longer. Von mir haben. Los. Doch was essen? Ah, Kneipp-Marie ist da heute, ne? Da habe ich doch eben gehört. Moin, Disco-Prinz, was geht? Hm. Motorrad ist noch. Ja, noch defekt. Es läuft nichts ohne mich. Hä? Warte mal. Oder die Verwahrstelle. Achso, ich bin vorbei. Da los. $100 wieder, ne? Wieder. Ein Messer noch. Oh ne, ich hatte ja gar keins. Lon, vielen Dank für deinen 16. Bus, Diggi. Alter Valorant Noob. Ja, das Auto muss ich dann später holen. Ja, warte mal. Stand da eben, dass. Ach, Schabine, stopp grad. Stand da eben, dass es defekt ist? Und sonst packe ich das ein. Nee, da ist der Zustand top. Okay.
Hölle, 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 Hölle. Du meine Seele erfrieren. Die nächste Garage. Ich glaube, das Thema hatte ich schon mal, ne? Ein paar Wochen wieder angefangen, ja. Furchtbares Game. Sag mir, wo bist du? So ein Wahnsinn. Schickst du mich in die Hölle? Und jetzt alle. Hölle, 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 Hölle. Willst du meine Seele frieren? Ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Fühle, 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 fühle. Wolle Petri, einfach eine Maschine. Wenn jetzt keiner von euch da gesessen hat, ne? Und damit gegrölt hat, dann verstehe ich die Welt ja auch nicht. Auch wenn das jetzt nicht der schönste Sound ist, wenn ich hier anfange zu singen, aber mein, bei Wolle Petri, also bitte. Ich war zu faul. Ich hätte, keine Ahnung, ich wäre 20 Minuten, glaube ich, im Zug da gewesen oder 30. Was ihr auslösen können. Ei, gute wie? Guten Tag, guten Abend, Sir. Herr Officer, ich hab da mal eine Beschwerde. Eine Beschwerde? Ah ja. Ah jo. Wir sind ja die Elite aus dem Norden, ne? Ah ja. Großartig. Ja, ja. So. Mir geht es echt auf den Zeiger, dass egal wo mein Auto steht, dass es immer einfach abgeschleppt wird hierher. Sie sagten aus dem Norden oder reden Sie jetzt vom Abschleppen in der Stadt? No, das wurde im Norden abgeschleppt, ah. Beim letzten Äußerz. Ja, als mehr von den Gambinos auch geschossen wurden. Also wir schleppen im Norden ab der Demarkationslinie, ich sag jetzt mal, in Bezug auf, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt getrennte Gebiete. Das Esti hat einen eigenen. Eigenen Gebietsteil, ja, und das Pidi hat einen eigenen Gebietsteil. Mhm. Und wenn Sie jetzt Gambino erwähnen, meinen Sie das schöne Weingut da oben? Ganz genau. Und da war gestern ein Äußerz, weil die auf uns geschossen haben. Da war Aero. Das ist aber dann. Bulogwado und sowas. Ach so, der hat das. Also Sie haben das. Nee, ich weiß nicht, ob der das abgeschleppt hat. Das würde ich nicht sagen. Ich sag nur das. Ich meine nur, mein Auto hat da rumgestanden, ein bisschen im Werk und so, aber das hätten wir ja normal abschleppen können. Ich bin sofort bei Ihnen. Haben Sie Ihr Motorrad wieder, Sir? Dann würde ich sagen, angenehmen Abend, ja? Meine PD-Nummer ist PD24, mein Name ist Masters. Alles klar. Danke, Herr Masters. Ja, danke, sehr gerne. Dass Sie auch so lösungsorientiert waren und nicht so abnehmend. Gottes Willen, ne? Man kann sich in der Mitte grundsätzlich immer treffen, ja? Und wir haben das geklärt, die Sache, Sie haben Ihr Motorrad wieder. Verzeihen Sie, dass Sie da Umstände hatten, ja? Alles ist, gut. Alles gut. Ich gebe das intern weiter und wie Sie ja gesehen haben, sind wir auch daran interessiert, dass das nächste Mal besser läuft. Ach, herrlich. Wenn ein Huckleberry jetzt als Kopf zu sehen und nicht mehr beim D. Gottes Willen. Ja. Und, wunderbar. Bei Gelegenheit, gut. Wenn wir uns nochmal sehen, gebe ich Ihnen natürlich das. So. Nee, gar kein Problem. Das ist. Sago, danke dir für dein Follow. Die ist jetzt so in Ordnung. Sie haben ihr Motorrad jetzt wieder. Ja. Der ein oder andere Kollege ist da ein bisschen übereifrig. Ja. Ja, und das kommt auch öfters vor. Was? Lammvegane Ahlewurst? Was ist Ahlewurst? Wir werden das dementsprechend regeln. Machen Sie sich da keine Sorgen drum, das wird nachjustiert. Ich danke Ihnen und auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Tschüss. So, das war Weingut Gambino. Was war das für ein Fahrzeug? Das war ein Body. Boti. So mit so Henna vorne drauf. Ist der jetzt hier bei dem Herrn in der Verwahrstelle? Den habe ich gerade rausgeholt und habe ihn in die Garage gedu. Okay, was hat der Spaß gekostet? $200 wieder. Das ist nicht das erste Mo. Okay, verstehe. Gut, ja, schreibe ich mir dementsprechend auf. Geldbeutel. Ja, das glaube ich. Mann, ja?
Ja, ich bin gerade mal am gucken, haben wir hier irgendwo ein ATM? Kommen Sie mal mit, ist hier irgendwo ein Geld? Ach Quatsch, ich gebe mir das jetzt nicht, das erpresse ich mir bei der nächsten Geisel. Ich meine, das lasse ich mir jetzt nichts. Ja, machen, ja, oder? Das habe ich natürlich gänzlich überhört. Mal abgesehen davon interessiert es mich auch ehrlich gesagt nicht. Eine angekündigte Straftat, wissen Sie, ne? Das ach, ist, Quatsch, das höre ich den ganzen Tag. Das heißt, die Officer haben Ihrer Meinung nach ein bisschen zu übereifrig die Autos abgeschleppt, ja? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ne? Die Stadtcops da, ne? Ich meine, die Sheriffs, die machen ja alles perfekt. Die haben kaum Fehler, die Sheriffs, ne? Mhm. Aber ich sag Ihnen, die ganze Stadtbulle da. Ja, da muss ich mich ja leider auch zuzählen. Ja, das sag ich Ihnen ganz direkt ins Gesicht. Ihr macht da alles mal ein bisschen Tram-Tram da drum, ne? Das ist alles mal, da muss man aufpassen. Und Snotmänner nehmt ihr nicht ernst. Das ist das Problem. Ich nehme jeden ernst. Ja. Also von daher. Ja. Seit der Monfred da ein Problem mit uns hat, ne? Da, ach so, ihr habt da persönliche Probleme mit. Ja, der Monfred und mehr, wir sind da so ein bisschen im Clinch. Okay. Ne? Also, verstehe. Ja. Gut. Ja, das halt mit okay. Mit dem übereifrigen Abschleppen nehme ich jetzt mal so mit. Ja. Das werde ich mal in einem Appell anbringen. Super Sache. Ja, das heißt, die waren dort oben geschädigt, gehe ich da richtig von aus? Ich war geschädigt, ja genau. Ich war im Krankenhaus, ne? Apropos, er wirst du schon mitkriegt, die Gambinos, die verbietet der Doktor, ihr Arbeit zu machen, wenn du irgendwo ohne Leid. Okay, das ist ne? Das müssen sie mal auf die Liste machen. Gehen sie da aber am und neu da, ne? Ja, da werde ich nachfragen. Ich habe mit den Gambinos in Bezug auf diese Geschichte gestern heute einen Gesprächstermin. Fragen Sie mal im Krankenhaus noch, do, die um Frau Doktor, die mich gestern behandelt hat. Zu halten. Ja, richtig. Ja. Gut, wunderbar. Kann ich sonst noch was für Sie tun, Sir? Ah, nein, eigentlich nicht. Großartig. Eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Außer, dass ich noch ein Bier stecke. Ja, gut, da kann ich jetzt gerade nicht weiterhelfen. Das ist im Dienst etwas schwierig. Aber ich habe das so aufgenommen und werde das weitergeben. Aber die Hornschnitte, alles klar. Wie ist dein Name? Masters, PD24. Ach, Master, jawohl. Master of Disaster, hä? Nee, das mit passt jetzt zu der Elite. Masters, also. Ach so. Ja, Masters, das passt zu der richtig. Elite. Das ist schon in Ordnung. Alles großartig. Klar. Wunderbar. Dann schöne doch. Alla. Gleichfalls. Ach, herrlich. Ach, als Cop hat man es auch nicht immer leicht. Mit so einem Wichser wie mir. Scheiße, wolltest du mich umfahren oder was? Ja, oh scheiße, Mann, ich hab abgebremst, Homie. Mann, dass man im Stehen nicht treten kann, ich muss rollen. Ich wollte ihm gegen das Auto treten. So, jetzt fahren wir hoch und essen was. Ich muss noch das andere rufen. Moin, Eskalationsrebit, was geht? Osko, wie sieht's denn aus bei dir? Sandro, ich hab 4 Leute. Ja, Die haben auch Bedingungen. Wenn die in Kontakt mit der Bulle kommen, kennt das, wollen die das vorher wissen, dass die ein paar Sachen im Auto lassen können, ne? Ja, alles gut. Nee. Brühen sollten da kein Problem werden. Ja, aber der Lonnie und die Truppe da, die sind alle bereit dann. Je nachdem, wann du anriefst, sind es vielleicht ein paar mehr oder ein paar weniger. Alles gut, ne? Das machen wir so. Rosco, ich melde mich dann nochmal. Gib mir eine Sekunde, ja? Ah jo, alles klar, bis gleich. So, warte mal. So, jetzt hören wir noch einen Banger. Nee, das hatten wir eben schon. So. Don't mark until change. Danke dir für dein Follow. So, nee, ich bin kein entfernter Verwandter von Wade. Aber ich habe auch schon überlegt, zum Friseur zu gehen, weil wenn du da jetzt so 2 Leute hast mit so einem Brot und keine Ahnung. Dann mache ich mir blaue Haare oder irgendwas. Und moin, Lord Nip.
Und Trash Panda auch. Hallo, hallo, hallo. Mit einer guten Kartoffelsuppe auf dem Tisch. Hm? Jetzt bin Disco Prinz, da bin ich gerade ein bisschen. Ich verliere so schnell den Bezug zu irgendeinem. Eskalationsrapid, vielen Dank für deinen Sub an Gordon. Kuss. Ja. Erstmal los da hoch. Mach flach gelegt, ich mach für dich den Hampelmann. Du wirfst mich aus der Bahn. Alle weiß der Geier oder weiß er nicht. Ganz egal, ich liebe dich. Du kannst alles von mir haben, doch es läuft nichts ohne mich. Weiß der Geier oder weiß er nicht. Doch es läuft nichts ohne mich. Es ist Gitarrensolo. Ach komm, fahren wir zum Lonnie. Ist der Geier weiß. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal, ich liebe dich. Du kannst alles von mir haben, doch es läuft nichts ohne mich. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal, ich liebe dich. Mal Real Talk, ne? Dass ich das mal unironisch nüchtern und sonst irgendwo singen, ne? Das ist halt so gut. Was heißt unironisch, ne? Ironie ist da schon dabei, aber dass ich das sowas mal nüchtern irgendwo kröll, ne? Vor mehr als zwei Leuten, also das ist halt auch eine andere Hausnummer. Und Beta, danke für deinen Sub. Die Musik ist definitiv nicht der Grund für deinen Sub. Ja, das war nämlich mein Gesang. So ein Ding ist es nämlich. Und Serge Pierce. Ja, rauskommen, los geht's. Ein guter, wie lange her? Ja, die Jungs, die sind so Städtern geworden. Was? Ja. Müssen wir denen auf die Fresse haben oder was? Ja, nein, dieser Rakete, jo. Der schreibt irgendwas, das Essen im Norden ist scheiße und ich hab die gerade aufgefordert. Jo, nehmen wir den Laden auseinander. Ja, nee, Mann, die meinen nicht uns, die meinen Kneipen. Jo, was soll das? Ja, also, was Rakete hast der? Ja, man, guck mal im Wienet, jo. Scheiße. Ja, muss ich gleich mal neu gucken. Der Sandro, der hat halt eh ein bisschen was vor. Da können wir da noch hinmachen.
Komm mal mit dem Erzähler. Jo, mach das mal. Irgendwas stimmt nicht mit denen, jo. What the fuck? Jo. Scheiße. Und ich habe herausgefunden, dass die Wahrheit gar nicht die Wahrheit schreibt. Ne? Nein, Mann. Und die stehen dahinter, jo. Jo, der Norden, der dreht durch, Roske. Scheiße. Die drehen alle sag durch. Sag mal, ja. Was machst du heute noch? Jo, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich suche meine Gang. Ja. Wir brauchen für später noch ein paar Leute, die auf Abruf sind, hat der Sandro gesagt. Ja, dann ruft mich doch an, Mann. Ich bin doch immer alles erreichbar. Alles klar, das sage bestimmt Bescheid, dass du auch erreichbar bist. Ja, alles klar, Skrrr, Skrrr. Hallo. Ei, gute Wie, howdy, ihr Leute. Howdy. Ja. Howdy. Oh, da klingelt mein Telefon. Ja, Totti, du alter Flintriemer. Oh. Amor Roske, kannst du mich vom Krankenhaus abholen hier? Ah, na klar, hol ich dich ab, Totti, das ist doch gar kein Thema. Hier bin ich, ja? Hier bei. Ja, Totti. Totti, willst du auch was essen? Ja, dringend Hunger habe ich. Hey, Lonny, ich hol schnell den Totti aus dem Krankenhaus und dann kannst du schon mal so ein paar Schweinshaxe da neu schmeißen und so. Ne, die Haare waren es dann voll in die Fresse neu. Der Wildgulasch, ja, ja. Ja, ja, Wildgulasch nimmer, ah, solange es noch Blut. Alla, bis gleich. Ja, bis gleich, Roske. Alla. Karl auch einfach 10 von 10, ne? Ist mir direkt das Internet verreckt, was soll das jetzt halten? So, warte mal, da muss ich ja doch mal wieder hier einen Bänger anmachen. Ah. Was macht man an? Was macht man an? Nee, oder? Hier, der ist es. Gleich geht's rund, Achtung. Nee, nix da, Disco Fox. Ich bin der Thekentänzer. Oder war ich immer? Früher, heute nicht mehr. Ganz oder gar nicht. Du musst dich entscheiden. Ja, warte, muss gleich aufdrehen, muss gleich Lautsprecher anmachen, wenn ich dann hier einen losgröhl. Ganz oder gar nicht.
gehen oder bleiben? Ganz oder gar nicht? Du musst dich entscheiden. Oh ja, volle Stunde. Gehen oder bleiben, ganz oder gar nicht, du musst dich entscheiden. Totti. Hast du dein Handy einstecken? Ja, na klar, was geht? Ja, dann mach die Nationalhymne an. Ich bin schon 2 Minuten zu spät. Was denn für eine Nationalhymne? Ah, volle Stunde. Ach so, ist volle Stunde oder was? Ja, Johnny Mike, volle Stunde, auf geht's. Ja, aber der letzte ist doch vom Mannschaft fahren, ja? Was? Was für eine volle Stunde? Ja, wir haben volle Stunde, ja, das geht ja gar nicht. Ja, wir sind schon zu spät. Aber was ist denn volle Stunde? Ach komm, Johnny Mike, jetzt tun wir noch. Johnny Mike, jetzt reiß dich doch zusammen, wirklich. Was ist volle Stunde? Wir jetzt zusammen hier, los. Mal, was ist denn? Ach so, na klar, Mann. Can you see by the on morning light the twilight's last gleaming broad stripes and bright stars whose endless light sorry, don't wanna feel Also ich meine hier auch mit dem Satz, and is it crossing in air, da haben die nur Hiroshima gemeint, oder? Naja, also das, da wüssten die auch gar, da auch noch gar nichts davon, ja? Sag ich mal. Scheint ja schon. So, fahren wir mal zum Sandro, ja? Hast du den Mitze schon kennengelernt, oder was? Wo ist denn der Sandro? Ah, der rief mich gerade an. Ja, klar. Sandro! In einer halben Stunde geht's heiß her. Ich hab gerade Totti und den Johnny Mike dabei, ja? Genau, bring mal unsere ganzen Jungs, den Thorsten und Johnny Mike. Ja. Plus alle Leute, die du angefordert hast, zu 6006. Das ist die Fleischerei im Gewerbegebiet. 6006. 6006, bitte. Und wo du genau hier? Offer auf das Gelände oder was? Ja, da stehen wir davor. Ist nicht 6006. Okay, ruf du bitte den Royal O, der ist ja abrufbereit. Okay. Abfahrt, Abmarsch. Na, warte, wo ist denn das hier? Warte mal kurz. Wo uns hinterher? Auf geht's! So, warte mal ganz kurz mit der Musik. Ja? Warte, ich muss kurz den Lonnie da rufen, dass die alle kommen. Dann können wir loslegen. Ja. Na genau. So, hab ich nicht. Ist im Refrain müssen durchschauen, weil da dreh ich auf, ja. Lonnie, alle Mann, die du kennst, alle Mann, die bereit sind zu 6006, es gibt kaum Kontakt mit der Bulle. Das ist ohne im Gewerbegebiet. Wir stehen davor.
Dann, wir treffen uns da und dann erklärt der Sandro, was los ist. Alles klar, bis gleich. Jetzt alle Mann. Born in the USA. Sag mal, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also was meinst du mit, es gibt kein Talk zur Polizei? Und ja, der Sandro, ich weiß auch nicht, was der Sandro hört. Er hat mir jetzt nur gesagt, wir treffen uns jetzt alle hier. Er hat halt was Ach vor. So. Mit dem Paletti, der will dem, weißt du? Ach so. Born in the USA. Ah. So, die kommen jetzt alle. Gehen wir dann in dieselbe Richtung weg, so wie Freunde? Sandro oder eher so wie gut gemacht? Nee, natürlich, grüße dich, Torsti, grüße dich. Nee. Ihr beiden seid unsere... Hast du Breaking Bad gesehen, Alter? Nee. Da fängt an, Witze. Da könnte ich dir schon wieder hier in die Fresse haben. Na klar. Sag mal, wo hast du die geile Animation-Koppe her? Die habe ich ja. Die hat er doch schon lang. Ist doch der Hammer. Ich finde aber, ich habe auch nicht Breaking Bad. Das ist doch sein Cosplay-Outfit. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, ihr seid praktisch nicht ein John Wick, sondern zwei. Und ihr geht da gemeinsam rein. Was halt sind die Salamanca-Brüder? Die Salamanca-Brüder. Ich weiß nicht, ob Johnny Mike die Aufgabe hier geben sollten. Der labert so einen Unsinn. Ach, und also, ich nicht, steht er hier. Entschuldigung, nee, ich hab nicht gesagt. Was ist denn jetzt, du dumme Sau? Also pass mal auf, Johnny Mike. Du zeigst mir jetzt mal, dass ihr vernünftig drauf seid. Du wirst jetzt mal mit Mütze losfahren. Mütze besorgt sich eine Waffe und einen schwarzen Anzug, dass du genau das eben... Das ich hab noch einen schwarzen Anzug. Ja, dann gib ihm deinen dabei. Dann gib ihm deinen weiter und besorgt ihm mal eben eine Knarre, ja? Okay, ich hab aber keine Kohle für Munition. Ja, aber der Mütze. Na klar, Mütze, komm mal mit. Komm Mütze, du fährst mal mit Johnny Mike und kaufst ihm mal Munition und der Johnny Mike instruiert dich. Seid mal in 10 Minuten wieder hier. Drück auf den Pinsel, ja? Totti, du dumme Sau, ich kann mich zusammenreißen, wenn ich das will. Er will halt noch nicht, Totti, weißt du? Totti, du dumme Sau, Johnny Mike, 10 Minuten, drück auf den Pinsel, ja? Ja, ich geb dem jetzt mal den Anzug hier, komm mal in meinen Kofferraum, du dumme Sau, du. Totti, wie schwitzt der mit der? Sag mal. Also ich hab gedacht, dass wir jetzt den Italiener fahren und den die Fresse polieren. Das ist wieder typisch, Boston so. Du bist wirklich, also... Wir fahren wieder dahin. Natürlich, aber das machen wir später, Torsti. Achso, ja. Okay. Was glaubst du, warum ich heute mal und du heute mal? Ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Weil vielleicht hier was geplant ist. Aber, das Ding ist das folgende, ja. Ich hab mir gerade, gestern Huso Abend, haben die mir an der Nülle rum operiert. Ja. Die Nähte sind jetzt so, quasi getrocknet und ich bin Kohle, bereit, oder? Mir die wieder aufzureißen. Na, dann musst du mir auch mal ein bisschen Munition kaufen hier. Komm mal, aber das können wir ja auch in einer Dreiviertelstunde machen, oder? Na klar, oder? Ich bin noch flexibel zeitlich, ja. Also, passt mal auf. Wir werden jetzt gleich so ein paar Nordler herkommen. Ja. Und kurze Zeit später ein paar Mexikaner. Dann werde ich die kurz instruieren. Ja, meinst du? Muss jetzt euch beide mal gar nicht interessieren, was ich denen erzähle. Ja? Ja, ja. Und dann werden wir in ungefähr 15 Minuten zu den Palettis fahren, die abholen, werden mit denen hierher fahren und werden denen erzählen, warum die besser ab sofort für uns ihre Container aufmachen. Und Kukris aus Asien für uns importieren. Ach so, ja, die großen Kukris, ja. Genau, die großen Kukris. Ach, Sandro, du bist einfach. Dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Dann gehen der Roscoe und ich was essen. Ja. Ach stimmt, das wollte man auch noch, ja. Ja, pass auf. Aber die Sache ist eben die, wenn die sagen, nee, machen wir nicht, dann werde ich einen Anruf tätigen. Und dann kommen nämlich unsere beiden Supersoldaten und schießen hier zwei Gangs auseinander vor deren Augen. Ja. Ja. Und dann werden die sagen, ach du Scheiße. Komplett krank. Wir müssen alles tun, dass die Unis. Das sind nur zwei von denen. Deswegen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Vollkommen klar.
Ne, dann geht mal was essen und seid mal auch so in 10, 15 Minuten wieder hier, ja? Ah ja, guck mal, was ist noch? Alle mal hier. Es kann sein, dass der Lonnie uns was mitbringt jetzt. Ja, guck mal, in der Hose hatte ich noch einen Eichhörnchenburger. Weißt du was, aus deiner Hose schmeckt immer am besten. Hey, klar, Leute, das Wichtigste ist eh, ihr müsst euch ein bisschen O-Food reinpfeifen, das ist doch vollkommen klar. Ja, O-Food hier. Ich habe immer die meinige Chocolate, die schmeckt mir am besten. Ja, natürlich, Alter, warum sollst du das auch nicht, wa? Hier O-Food, die gibt's ja an jedem Automaten, die Dinger. Komplett geil hier. Aber da müsstet ihr ja auch so, sagen wir mal, 4-5 Liter von dem Zeug reinprügeln, ne? Damit was. Absolut, aber am Ende des Tages muss ich halt nicht kochen, weißt du? Das wird wild jetzt. Wird richtig. Aber ist das, die eine Frage, wollte ich den Fritz schon fragen, ne? Aber der hat nie geantwortet auf mich, auf meine Zuschauerfragen. Ne? Ja. Wie ist das eigentlich vom Stuhlgang her, wenn du dich eigentlich ausschließlich flüssig ernährst? Noch eine Ober drauf, ja. Ja, der Darm macht das ja, also der kümmert sich ja drum, unser Organismus, kann man sagen. Ne? Also ich habe seit 30 Jahren Durchfall, das ist gar nicht so schlimm. Wir sind halt omnivore. Muss nicht drücken. Kommt einfach raus. Weißt du, was ich meine? Also seit 30 Jahren Durchfall, das ist aber irgendwie gesund, oder? Was ist schon gesund? Wollte ich gerade sagen, das ist halt der Alabama Standard. Sag mal, bist du Veganer oder warum hast du nur Durchfall? Was? Ja, hier als Veganer hat man doch auch immer nur Durchfall den ganzen Tag. Ja. Oder ganz ehrlich, Veganismus ist für mich eine Krankheit. Das ist nicht gesund. Ja. Oh. Ei, das verstehe ich alles nicht, da habe ich keine Ahnung von. Ja, Audi, aber was gut schmeckt, ist Opossum, Eichhörnchen. Ja. Was gesagt, von wegen geht's da um was bei East Coast? Was soll denn mal gemacht werden? 6006, ihr müsst herkommen und da ist das Sandro und wir machen hier ein kleines Schauspiel nur. Also ist alles in Ordnung. Manche haben halt Sachen dabei, die nicht unbedingt dabei haben sollten. Ja, also normal sollte die Bulle doch nicht kommen, aber je nachdem, wie sehr das Schauspiel hochgeht oder wie viel Reichweite das Schauspiel zieht, könnte die Bulle vielleicht kurzzeitig auftauchen. Ja. Lass das vielleicht im Auto. Ich habe jetzt nämlich einen Plan gekriegt, was wir da machen, aber kommt mal da runter. Also eigentlich, wir führen hier nur Schauspiel vor, ja. Wenn jemand für den Lotte. Alles klar. Gut, dann guck ich mal, ob dann jemand jetzt hier mit runterkommt oder so. Ja, genau. Wäre cool, wenn er so 4-5 Leute seid. Das wäre super. Na, ist klar. Jo, bis gleich. Ich bin ja, ein klar. Von Gogan gesponsertes Raubtier. Kukri. Soll ich dir sagen, was ein Raubtier ist? Die sibirische Tiger. Guck mal mein Gesicht an, du. Grüße. Als 5-Jähriger wurde ich ausgesetzt im Wald. Da hat mich das Vieh angegriffen, du. Kam das da um die Ecke gesprungen. Und hast du überlebt oder was? Ja, guck mal, komplett krank aus. Komplett krank sieht das aus. Komplett krank wie Anke. Oder kommt die und die macht so ungefähr so. Und dann von hinten, oh, hab ich eine. Guck mal, die klingt wie deine Cousine, Sandro. Oder meine erste Jugendliebe. Deine Cousine und meine Mutter, ne? Ja, schau. Ja. Also die können auch mit dem Johnny Mike Auto vorfahren, das wäre schon eigentlich geil. Ja, aber wartet mal, Posti Roscoe, bleibt mal noch kurz, ne? Was ist denn los, Amigos? Ja, die Nordmänner bin ich gerade am Beschaffen, ja. Hast du den Royale auch gerufen? Salamanca-Zwillinge, kommt mal bitte mit. Sandrö. Wir sind gerade auf dem Weg. Hast du den Royale auch gerufen? Alter, Roscoe, ich hab zu dir gesagt, kümmer du dich um deine Leute. Nummer, ja, ich hab die Nummer von dem nicht. Ja, gesagt, aber weiß ich, mit wem du redest, Roscoe? Kann ja auch sein, du redest mit einem, der neben dir steht, so. Ja. Müsste das ein bisschen genauer sagen. Ja. Da wissen sie überhaupt schon, dass sie kommen sollen. Ja, der Royale ist nochmal extra. Also der Lonnie weiß Bescheid, der kippt jetzt mit ein paar Leid und der Royale kippt auch mit seinen Leid. Wenn man den Bescheid sauber. Gut, ja, ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten kommt denn der Lonnie? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es könnte 3 oder 5 sein. Aber das reicht eigentlich. Wir brauchen doch hier nicht 100 Leute. Ja, aber ich brauch denen echt, dass die da sind, wenn sie wirklich da sind, dann, ne? Also. Ja, okay, warte, ich rufe mal hier an. Okay, Leitung ist belegt. Ja, ich probiere das nachher nochmal gleich, ja? Ja. Passt.
Oh, Totti, geht's dir gut? Oh, mir geht's prima. Aber seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Warum habt ihr denn nur eine halbe Krawatte gekauft? Hm? Das Geld mehr gereicht für eine ganze oder was? Sandro, mach dir aber nicht weg, Alter, Mütze. Das kann schon nicht wahr sein. Das ist komplett trottelig. Hier, Johnny Mike, hast du noch ein paar Apps so bei euch stecken? Na klar. Wir müssen mal wieder in den Knast gehen. Langsam. Ist der Lonnie auf dem Weg mit seinen Freunden? Der ist auf dem Weg, ja. Sandro, wir haben auf dem Weg ganz viele Polizisten gesehen. Sticky, vielen Dank für die Bits. Und ein Helikopter. Hat uns das irgendwann gejuckt? Sauber. Bitte? Nee, aber ich meine ja nur diesen Kollektiv. Ja, hör auf rumzuheulen, das geht mir auf den Sack. Ja, Sandro, der Rösko und ich gehen noch was essen, du rufst dann an. Ja, können wir alles gut, machen wir. Geht mal noch schnell was Totti, essen. Totti, ich hab da, der Johnny Mike hat Äpfelsuppe für uns. Rösko, manchmal muss man auch einfach, Befehle empfangen, ja? Okay. Hoho, das weiß ich sogar, du. Das kann ja nicht wahr sein, Alter. Das geht doch Totti, das Motorrad steht da drüber. Du musst mal aufhören zu glauben, dass du immer noch bei Wiesel News arbeitest, Mütze. Du bist jetzt ein harter Wichser, eine Knaststrafe bedeutet dir nichts. So, wo machen wir denn hin, Totti? Na, was essen? Du weißt doch, wie es ist. Ja. Wenn der Sandro was vorbereitet und der sagt, der Roscoe und der Thorsten, die sollten was essen gehen, dann sollten wir einfach was essen gehen. Hm? Achso, okay. Ja. Ach, du warst doch, ich hab eine zwei Gehirnzelle, Totti. Ja, ich weiß. Ich denk doch auch nur von der Tapete an die Wand. Ja, das stimmt. Und den Kleister dazwischen, den isst du, ich weiß. Ich sag mal so, wo gibt's denn hier was zu essen? Wir können ja ins Police Department fahren und uns da Öfel ziehen. Ja, hör auf, ich hab keinen Bock, dir jetzt schon wieder zu der Bulle zu machen, wirklich. Sonst kommt noch der Manfred da raus und dann hacht er uns auf die Schnute oder so, weißt du? Na, ja, dann ziehen wir, dann schleifen wir den für Gericht. Mach den zivilrechtlich fertig. Ich hab eh überlegt, dass ich mir eine Anwaltslizenz hole, ja? Guck mal hier, bei der Staatsanwaltschaft, da werd ich Millionär. Ja, also ich meine, die krieg selbst ich klar, ja, das stimmt. Ich meine, die zieh ich auf Östdeutsch auf links. Oh, mein Zeiges. Ja, die sind halt auch wirklich, also, ja. Ich hab das vorhin dem Sprenger erzählt, von der Wahrheit oder wie das heißt, ne? Ja. Der wollte mir das nicht glauben. Der ist ja doch, die waren wirklich so blöd, aber... Die sind so blöd. Scheiße, Mann. Die sehen aber auch ganz schön blöd aus, da, wie sie alle da stehen. Verdammte Scheiße, Mann. Siehst du das? Das sind... Mama. Ja, Jungs. Das sind die dabbischen Städtler, die können alle kein Auto fahren. Ja, Mann. Ich höre Franzosen, Mann. Die waren im Verkehrsunfall, die können wir jetzt ausnehmen. Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? Auf geht's. Nur Français. Kollege. Ja, geht Mann, das? Hallo. Ich greife mich nicht ab, Mann. Nein, wenn der so schlecht geht, ich greife dir nochmal in die Tasche und nehme mal ein bisschen von deinem Bargeld, ha? Oh, nein, Mann, Alter, nein. Komm, was will ich denn da? Mann. Ja, das zeigt mir mal. Gucken wir mal, was hast du denn so Eustecke? Nimm ich mir mal ein bisschen was, hä? Pi, Mann. Verdammt, der robbt mich aus, Mann. Ja, komm. Ja komm, nimm dir das Geld, aber lass mich leben, Mann. Ja, was finde ich denn das? Das ist Spaß gar nicht. Mann, nimm dir Geld und hau einfach ab, Mann. Bitte lass mich leben, Mann. Ja. Ach, guck mal. Verdammt, ich spreche kein Französisch, Mann. Was will der von mir? Scheiße, bleib Laie. Oh. Und hast du den Nackisch gemacht? Ich will die teuren, ja. Du gibst mir die teuren Yeezys hier da unten. Die habe ich mir ausgezogen. Und die Ummengetasche. Ja, Mann, ja. Kannst du doch nicht mehr hier mit so einer Kleine. Scheiße, schnell her. Wir müssen gleich die Köpfe amputieren. Die Köpfe sind kaputt. Die müssen amputiert werden, glaube ich. Hier, Mann, oh, bitte raub mich nicht weiter aus, Mann. Oh, jetzt hab ich's ja da. Was? Sie raubt doch keiner aus, wenn man echte Hilfe hat. Primo. Oh, Doktor, warten Sie, ich hol mir die Yeezys hier noch. Mann.
Einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen. Die beiden hier liegen. Ach, sauber. Geht heute, ich stoppe ein bisschen weiter. Oh, scheiße, zieh Leine, Mann, du scheiß Wichser, Mann. Hast du nicht andere Bosonen? Scheiße. Setzen wir meine neuen Umhängetasche. Natürlich sind wir verletzt, Mann. Warte mal, ich hab noch was vor. Muss mal üben da so ein bisschen. Ach, Totti, mit dir erlebt man was, hä? Ich sag immer selber, ich bin ein Opportunist, ja. Ja, also, du brauchst da keine Kleidungslaute, ne? Du holst da überall auf der Stroß die Kleidung, die dir halt gefällt. Ja, die Stiefel hier zum Beispiel, die sind tipptopp. Da habe ich so im Stadtwichser abgezogen vorgestern. Sauer. Sag mal, hier soll es irgendwo so ein so chinesisches Essen geben, aber ich finde den Laden nicht. Wenn chinesisch kriege ich immer Durchfall. Ah ja, das ja, wollte ich mir neu vorwarnen. Ich das mag so gern ob... scharf, aber ich vertrag's nicht. Ja. Wenn ich wüsste, wo das ist, ich finde das nicht. Wahrscheinlich in Chinatown, würde ich mal vermuten, ja. Das ist der Ort, die Alter. Das wird bestimmt der Denker. Also sorry, immer der Sandro ist der Denker, aber eigentlich bist du der geheime Denker. Na, der Sandro ist der Macher. Ja. Ja. Und ich bin der denkende Macher. Ja, ist auch klar. Machen wir ja, mal nach Chinatown. Ja. Komm mal. Aber hier hört nichts auf. Wo ist denn lauter der Auffahrt? Alles geschlossen hier. Ganze Flintriemen. Guck mal hier, da. Da hab ich gesagt, das ist das kleine Italien da, ne? Muss man aufpassen. Hab ich gehört. Sind auch ganz komische Kafruse unterwegs. Ja, sowas. Ja, ja. Ja, ein Bürgerschott, da können wir doch was essen gehen. Sauber, und ja, hier ist doch so ein Loch. Ah, ne, das ist der Shop. Ja, jo, da gehen wir doch was essen. Okay. Burger Shot, fresh and hot. Ich wusste auch ewig nicht da, also bis Johnny Mike das da gesagt hat. Du guckst ja auch, als ob du das Leiden der jungen Mutter Theresa wärst, ne? Ja. Was gibt's denn da so Schönes? Machen wir mal so 5 Hardstopper. Ja, ja, die riechen gut, ja. Ah, warte, ich hab nicht... Da irgendwo ein Automat stehen oder was? Seid ihr für ein Lade? Kein Automat. Ich gebe da rüber hin, denn. Ei, gute wie? Hast du hier ein Automat? Ah, nicht. Ja, Totti, kannst du mir ein paar Burger abgeben? Da gibt's kein Automat hier. Also, ja, das könnte wieder. Ich hab dir das gerade schon erzählt, dass du gleich hier rüberkommst und betteln wirst, ja? Ah, jo. Ich hab grad Taschengeld gekriegt vom Sandro. Was hab ich gekriegt? Moin, Hermann. Sandro Geld? Na, ich nicht. Ich hab kein Geld vom Sandro gekriegt, hab ich gesagt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich. Guck mal, was ich euch da gehabt, du. Das ist alles 4 Dollar irgendwas, ein paar. Unterfetzt. 4 Dollar irgendwas? Nee, weißt du was? Dann machst du den nochmal 2 von denen, ja. 180 Dollar sind doch schreibst aber auf, ja. Ich nehme mal 4, ne? Du ist es nicht, ne? Ja, nee, das kostet 180 Dollar hier. Ja. Noch kein Krösus hier, was soll denn das? Ich musste vorhin wieder 200 Dollar bezahlen, weil die dubbische Cops da, die haben mein Auto wieder abgeschleppt, danke. Ach, gleich mal neu da ins Gesicht. Ja, die haben das Ding abgeschleppt da, das geht ja gar nicht. Ja, so frisch halt. Oh, ja. Der ist nicht schlecht, glaube ich. Ja, oh ja, ja. Da was meinst du, Totti? Weg da? No, also ich sag mal so, es geht schon besser, ne? Ich hab schon besser gespeist. Echt? Ja. Aber was erwartest du denn auch hier? Lass mal, guck dir den Laden an, da ist nicht mein Geldautomat drin. Komplett bescheuert, die Leute hier. Mhm.
Special Burgers, Good Vibes. Primo. Eiscreme gibt's auch. Absolut primo. Was machen wir jetzt? Jetzt warten wir, dass der Sandro uns wieder anruft oder was? Na, ich nehm's an, ja. Willst du sonst morgen, hm? Können da. Nee, wir können jetzt nichts ausstellen. Wenn man dann im Knast hocke, ist scheiße, ne? Ja, nee, wir können nicht riskieren, dass wir in den Knast wandern, ne? Ja, wir können mehr Dings holen hier. Komm mal mit hier. Ein gute Wie, hä? Ja, nee, der hat keine teure Klamotten an. Ach, die 100 Futsche. Warte mal, hier, guck mal. Probier mal, was ist hier? So, der Enduro. Ja, da fahren wir hin. So, ja. Bosch. Ja. Man müsste drehen jetzt hier, oder nicht? Achso, nee, dann warte mal. Ist das nicht so. In deinem kleinen GPS-Computer? Ja, mach noch einmal. Mach noch einmal. Das gibt's doch gar nicht. Ah ja, ich hab noch was anderes drin, weißt du? So, jetzt aber was. Gott, was ist Scheiße. Mach mal einfach wohin. Noch hier noch rechts jetzt. So, bitte folgen Sie dem Straßenverlauf jetzt erstmal. Ah ja, du bist der Motz-Navi-Totti. So, und jetzt hier gleich, Vorsicht, jetzt gleich die nächste links. Nicht jetzt, sondern jetzt. Genau, Primo. Sauber. Und hier nach rechts jetzt wieder. Alles klar. Primo. Und Vorsicht, links gleich. Nicht da hoch, links. Okay. Genau, Primo. Und jetzt hier noch rechts. Hm? Jetzt. Ja, also hier das Gebäude, Mann, schaut er hier ab hier. Nee, jetzt. Ja, okay. Genau. So, und dann müsst ihr jetzt hier gleich links gehen, ja? Na jo. So, jetzt hier mal links. Jetzt. Ja. Genau. Primo. Manchmal den Creme? Ja, nee. Mit den Kisten kannst du nur mithalten. Aber wo ist denn jetzt mal? Das steht an der Farm. Warum steht denn das an der Farm? Was dann? Ja, mein Semmel. Wir können ja mein Auto holen. Ja, können wir auch das Auto holen, ja. Ja, das steht in der Garage, also. Das Motorrad. Das gar nicht. Das stand gestern noch, da hat der Omi hat das bestimmt hoch zur Farm gebracht, die Oma Inge. Ja, du hast bestimmt zur Farm gebracht. Na klar, gestern stand es noch hier mitten in der Stadt. Die Oma Inge. Gibt's das Totti Navi auch als Download? Ja, ich lasse mal ein paar Sachen einsprechen. Oh, der Richard rief dort, Totti. Warte mal. Ei, gute Wie, Audi, Richard her! Richard! Kacke, ich höre dich nicht, Junge. Hallo? Och, sauber her, und alles oh. Fit? Ja, natürlich, Junge. Boris hat gesagt, Richard, schon 6. Hier. Ja, 6006 in der Stadt, da kommst du hier. Ja, ja. Gleich auf den Weg. Bis gleich. Ah, jo, Allah, bis gleich. Der Richard, das ist ein super Kerl. Das ist ein Primo Ballerino Kerl. Ja. Richard. So, wo ist denn die nächste Garage da jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir wahrscheinlich schon an 13 vorbeigekesselt, oder nicht? Ja, du bist doch ein Snubby, nicht ich. Ach, wer soll ich denn wissen, wo hier Garagen sind? Ah, ja, Herr Totti, du hast auch Aufgabe, ne? Das Sport das Navi machen. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wo das ist hier. Ich weiß, dass eine Garage ja, das hier in Harmony ist hier. Da ist eine Garage hier. Warte mal, hier. Wo denn hier? Hier.
Hier ist eine Garage. Siehst du das im Navi? No. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich fahr mal hier runter, hä? Ja, halt mal an, ich fahr. Was denn, dann fährst du halt grad selber. Er hebt mich doch grad hin herum, Totti, warst du wirklich? Der Scheiße. Dann fahr du. Alla, mal gucken, ob du das besser kannst. Na klar kann ich besser, ich war auf jeden Fall schneller hier. Du kennst ja wesentlich runter, wie man das Ding hier richtig drückt hier. Oh, Totti, oh Gott, ja. Du bringst uns noch um. Schön Schwachsinn. Oh, 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 Totti! Totti! Ich weiß auch nicht warum, aber ich kann mich irgendwie nicht an diesen Rechtsverkehr gewöhnen. Bei mir im Kopf, da geht's nur links. Ich weiß nicht warum. Mann. Das Ding ist, es lebt sich einfach sehr viel bewusster, wenn man einfach schon abgeschlossen hat und bereit ist, noch Valhalla zu gehen. Aber nicht einparken. Ja, los, kannst du nicht einparken. Ja, ja. Valhalla. Oh, der will auch wieder 200 Knippel. So, dafür, dass er aufs Auto aufgepasst hat. Dreckig, ja. Der Dreckige. Ja, ich geh mal ganz kurz pissen, ja? Ganz schnell. Ja, aber. Dann hock dich mal hinten drauf. Er hockt dich doch hinten drauf und geh Brunse. Oder? Ich pisse dir doch nicht hinten auf den Radlader drauf, bist du wahnsinnig. Aber lass auf mal laufen, als neu. Was ein Knaller. Was ein Knaller. So, jetzt muss ich mal versuchen. Mein Handy, Alter. Ich hab mich schon gewundert, warum mein Ladegerät nicht geht. Wenn der Stecker nicht drin ist, braucht man sich nicht wundern, ne? So, ne? Wenn wir da eben kaputt gegangen, aber ich will mir noch schnell was zu trinken.
Leute, fragt bitte nicht, warum ich so hektisch bin. Ich musste hier gerade wirklich das Schauspiel des Jahrtausends mir aus dem Arsch ziehen. Alles gut. Alles gut, Sandro. Ja, weißt du, dass die Bulletin schon an sämtlicher Ecke stehen? Ja, weil die Bescheid wissen, wie es läuft. Ich hatte keine Zeit für irgendwelche Anrufe. So, wir müssen jetzt unsere hoffentlich baldigen Geschäftspartner abholen. Aber wir haben nur noch einen Platz hier drin, ne? Ja, da muss einer laufen. Ja, das hätte man ja auch nicht so mal nachrechnen können, ne? Nee, alles gut, das hab ich schon geplant. Die fahren uns hinterher, wir halten dann da Ansteigen aus und unterhalten uns kurz mit denen, ja. Ach so, ja, okay. Primo. Ja, okay, wenn Sandro die Polizei da informiert hat, dann ist was anderes, dass die da stehen. Das ist jetzt Einfahrt, schon wieder damals denken, Alter, da geht was ab. Das ist immer richtig an. Der hätte man nicht mal einfach einen Weg reinbauen können, dann fertig ist der Lack. Nee, natürlich nicht. Der feine Schnetter, da müsste ich dann natürlich hier immer mehrere Ein- und Ausfahrten bemühen, ne? Sogar. Bescheuert, bin ich ehrlich. Absolut bescheuert, ja. Ach, na Gott, Jungs, alles Paletti! All Gute wie hier. All Gute. Warte mal. Wo sind denn eure Chefs? Ja, gerade im Gespräch, was braucht er? Vorne steht doch einer. No, wie schon gesagt, eure Chefs. Die wissen aber Bescheid. Ich rufe einfach nochmal durch. Ja, einfach durchrufen. Würde hier nicht zu lange stehen bleiben. Also, gestern wurde es hier einer erwischt, da ist ein LKW durchgerast. Alles gut, ne? So, wir werden jetzt da. Steht er doch. Ganz kurze Frage. Irgendwas mit 6 Sitzen habt ihr nicht zufällig da? Ja. Riesern oder so. Perfekt. Jetzt sind wir gespannt wie ein Regenschirm. Schau mal aus, Jungs. Dann wechseln wir kurz die Karre. Bei meiner neuen Umhängetasche. Hey, Alter. Was ist denn der? Hab ich so einen Wichser abgenommen eben. Der Wampf. Ich sag mal so, dem Wichser seine Umhängetasche abzunehmen, klingt für mich persönlich schon mal nicht nach was Falschem, wa? Ja, die hatte einen Autounfall. Da haben wir erste Hilfe gemacht quasi. Ach so. Die waren schwer verletzt am Boden und habe ich mir gedacht, nützt du das Ganze aus? Johnny Mike? Bist du soweit bereit? Nee, fahr bitte noch nicht los. Du musst so in ein paar Minuten bereit sein, ja? Nee, im Boxen habe ich gerade geguckt, passen nur 4 Leute rein. Ja, Salamanca, it's showtime, ja. Ja, okay. Nee, haben wir nichts leider. Bin ich da? Ja, machen wir, ja. Gute Wie, howdy. Abend zusammen. Perfekt. Grüße, meiner. Alles gut, alles gut. Den 6 Sitze haben wir nicht. Na, alles gut, dann fahren Sie uns einfach hinterher, ja? Ja, machen wir. Fahren Sie schnell, weil dann nehmen wir einen Caddy. Nehmen wir keinen Caddy, so. Nee, wir können ruhig gemütlich fahren, ja. Ja, dann nehmen wir einen Caddy. Na, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Okay. Ne, sonst passt das Timing nicht so gut. Ah, ja. Are you more real American? Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. When it comes crashing down and it hurts inside. Hey Jungs! Kurze Sache. Gehört der Granger da euch da hinten in der Ecke? Trotzdem mach mal bitte kurz aus. Ja. Das ist ein Kopfwagen. Ja. Scheiße. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Na gut, fahrt uns mal hinterher. Gut, mach wieder an jetzt. Feuer. Ja, warte mal, das ist gar nicht so einfach hier, verstehst? Also die Sache ist die, Jungs, ne? Die da hinten, die sollen für uns ab sofort machen, was wir denen sagen. Na klar. Okay. Und dafür müssen diese dämlichen Stadtwichser einmal kurz verstehen, dass wir am längeren Hebel sitzen, versteht ihr? Und ihr fragt euch jetzt trotzdem, wie. Um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich es nicht, aber. Um ganz ehrlich zu sein, so 100% ehrlich, ich verstehe es nicht. Was meinst denn du?
Aber du hast gefragt, versteht er, was ich meine? Und ich sag, ne, um ganz ehrlich zu sein, verstehst du? Na, und was verstehst du nicht? Also, in meiner Welt sind wir ja bereits am längeren Hebel. Ja. Ja, das denkst du vielleicht, oder? Aber die Jungs da hinten, die haben massiv Kohle. Das ist ja komplett krank. Die haben Möglichkeiten, da träumen wir von. Wirklich? Was hat das Warenhaus gesehen, Alter? Wirklich? Ja. Ich mein, so, jetzt müssen wir hier vorne gleich einmal abbiegen, ja? Kurt? Alles gut, dann macht ihr nur, dann spielt ihr einfach flüchtende Zivilisten, ja? Ja, grüße Sie. Also, passen Sie auf. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Guten Abend. Aber ich dachte... Howdy. Ja, naja, vielleicht sollten Sie erst mal sehen, dass ich es auch ernst meine. Ja. Mit den Geschäften. Verstehen Sie, was ich meine? Noch nicht ganz. Sehen Sie dieses Gesocks da drüben? Kriminelle. Welche jetzt? Die ekelhaft. Links hier, oder? Nee, das sind nur, keine Ahnung, wer das ist. Aber die Jungs da hinten. Ach so. Da läuft gerade der größte Kokain-Deal dieses Jahres. Und wir stehen hier, okay. Und ich sag mal so, ja, wir stehen hier, weil ich mir sicher bin, dass wir O'Neills das unter Kontrolle kriegen können, dieses Problem. Das, aber was können wir... in die Stadt kommen. Ja, passen Sie mal auf jetzt. Gebrüder Wick. Ach du Scheiße. Kümmert euch um das Problem. It's Showtime. Ach du Scheiße. Jetzt werden nämlich aus deren Drogen unsere Drogen. Passen Sie mal auf. Aber was genau können wir für Sie tun? Warte mal ab, Jörg. Einfach mal abwarten, Jörg. Hm? Ja, Herr Pelletti. Nee, Jörg, warte einfach mal eine Sekunde jetzt hier. Da ziehe ich mir erstmal noch eins auf her, sonst wird das ja nichts. Alla, Schoppe hier. Boah. Andere, meinst du wirklich, dass die Gebrüder notwendig sind? Sollen wir es nicht selber machen? Also, gell, muss... Ach Gott. Du weißt, in solchen Fällen schicken wir immer die Gebrüder. Ja. Ach, das ist scheiße. Jetzt kannst du da drin gleich ein bisschen knallen, wa? Oder vielleicht reden die auch. Ich glaube, die reden noch mit denen, wa? Oh Gott. Ja. Schön, schön. Ja, das ist ganz normal. Schön, sie kennengelernt. Schön, sie kennenzulernen. Moin, Sepp. Ach du Scheiße. Da kommt auch mal die eine. Alle bleiben so stehen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja, ja. Geht's Ihnen gut? Alles gut. Bitte? Ich sehe gerade nur so ein bisschen Blut am Boden. Ich steck da mal den Finger rein, damit es nicht würde. Jörg, das war eine Taube. Alles bestens. Das ist noch ein bisschen Tabenscheiße. Alles primo. Mir geht's prima, wa? Okay. Was ist denn da los? Oh Gott, ja. Wurden Zeuge eines Mordes. Schön. Die fallen ja alle tot um vor der Tür. Ja. Das sind jetzt Ihre Gebrüder gewesen da, ne? Das waren die Gebrüder Wick, genau. Ach, Wick? Jetzt verstehe ich es erst. Jetzt verstehe ich es auch. Okay. Wick O'Neill, ja. Wick O'Neill. Ah, okay. Ja, folgen Sie mir. Also fahren Sie uns hinterher, ja. Ja, okay. Ja, klar. Jetzt wird es Zeit für Ihr Büro. Hier draußen ist mir gerade die Luft ein bisschen zu bleihaltig, wa?
versteht er jetzt, warum ich ein bisschen Organisationsstress hatte. Komplett krank. Hast du dem auch gesagt, dass er da so drei, vier Kugeln mal Richtung Paletti schicken soll? Oder? Keine Ahnung mehr. Keine Ahnung mehr. Ja, auf Alter. Ich meine, das wird das Ganze in 4D, ja? Ja, das stimmt. Das hätte beinahe unsere Tarnung auffliehen lassen, wenn der gemerkt hätte, dass es alles Platzpatrone waren. Also ich sag mal so, ne? Wenn der Herr Paletti einer abbekommen hätte, das wäre vielleicht schön. Aber wenn der Rosco? Hey. Boff, liegt er da. Ich habe gestern echt zwei Kugeln gefangen für euch. Ja, das stimmt. Wie fährt man hier rein, Alter? Ja, hier gerade über die Ach so! Da geht's gar nicht rüber. Woanders hin, ach so. Nein, da gibt es so eine Kurve. Woanders hin. Sandro, Alter. So, und jetzt haben wir nämlich eine ganz andere Verhandlungsposition. Hm? Jetzt heißt es, Palettis macht die Container auf, aber wir schicken die Gebrüder weg. Ja, schicken die Gebrüder weg. So sieht's aus. Aber der Mütze auch, ein Tip-Top-Job, ne? Primo. Job kann man nicht sagen. Fahren Sie hier rein mit. Guck, da dürfen wir nämlich schon reinfahren in der Halle. Wer darf das sonst, ha? Die Unions wurden Big Player jetzt hier. Raus hier! Dann folgen Sie uns bitte. Oh. Du hast Hunger, die Herrschaften. Können sich gerne bedienen, natürlich. Ja. Bier da lacht die Sonne mich schon wieder ohne. Ja. Und die reißt sich zusammen. Komm hier, so 2, 3 können wir machen. Torsti! Ja, wir sind geschäftlich hier. Du weißt doch, wir müssen bald wieder ein paar Pakete. Wir müssen Geld sparen, wir müssen Pakete aufmachen für 100.000. Okay. Ah. Sehr schön. Nehmen Sie ruhig Platz, hier sind noch zwei. Ja, gerne, ansonsten gerne. Nehmen Sie sich einen Klappstuhl oder so. Ah, natürlich. Ja. Immer dumm oder Klappstuhl so. Aus der Ecke. Ja. Schön, das heißt, er ist jetzt gefangen im Spielwahn, ja? Ja, aber das ist nicht so schlimm. Das passt schön, ja. Also erstmal müssen wir sagen, das hat der Jörg gerade schon gesagt, es war wunderschön, ne? Ja, das würde ich sagen. Aber natürlich auch, impulsiv. Ständig, ne? Muss man mal sagen, ja. Beängstigend hoffe ich doch auch. Naja, klar, natürlich, ne? Naja. Also das ist, das sieht man nicht alle Tage sowas und das will man natürlich auch nicht alle Tage sehen. Also die Sache ist die Gebrüder Wick. Krone auf dem Kopf, die Maus in der Hand, gönn mir nonstop. Im Internet. Also. Gebrüder Wick, ja. Die, warte, wollen Sie mal hören. Hören Sie, was ich da höre? Ja, nee. Das ist ein Nebenraum. Ja, kommen Sie mal einen Schritt vor. Kommen Sie mal einen Schritt vor. Ich dachte, der ist komplett. Hörst du jetzt reiß dich zusammen und komm von der Merkursonne weg. Das kann nicht wahr sein. Merkursonne. Das geht ja gar nicht. Ja, beängstigend schön und beeindruckend war das, ja. Ja. Ja, also, aber vor allem sehr verwirrend. Ja. Weil wir nicht wissen, aus was für Gründen sie uns das jetzt aufgetischt haben. Naja, die Gründe sind relativ ganz klar. Mir ist wichtig, ja, dass in der Stadt klar ist, dass diese beiden existieren. Und ich sage Ihnen, Sie haben doch bestimmt schon mal was von Atombomben gehört, oder? Ja. Ist nichts dagegen. Gegen die Wick-Brüder. Gegen die Wick-Brüder. Ja, das würde ich jetzt tatsächlich auch direkt unterschreiben. Gut. Die Jungs sind euch nichts zu stoppen. Ja, das. 40, ja. 50 Kriminelle, überhaupt kein Problem. Die machen die einfach klein. Ja, wir haben es gesehen. Also verrückt, wirklich. Naja. Präzision auch. Worum es mir geht, ich brauche was und ich frage nicht gerne. Deswegen sage ich ganz einfach. Okay. Soll ich raten? Deswegen sage ich ganz einfach, ich brauche
Ich brauche Ihre Dienstleistung bei einem Import und Sie haben keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Na ja, da bin ich ja mal denn die spannend. Alternative sind die Wick-Brüder. Bitte? Das ist ein Argument hier. Ja, pass mal zu, schön, ja. Schön, dass ihr alle hier was zu lachen habt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, worum es sich überhaupt handelt. Ja. Ja, also, ich habe einen Cousin in Südostasien. Ach du grüne Neune. Der ist. Kommen Sie mir nicht mit Mohn. Der ist Messerschmied. Ja, was wollen Sie? Bitte kommen, Sie wollen nicht fragen. Lass ihn doch mal erzählen, aber, Jörg. Verstehen Sie Folgendes, ist das Problem. Die Waffengesetze hier in der Stadt, die sind eng angezogen. Und unser Cousin in Afrika, der Jörg, der hat da ein Schlupfloch gefunden. Der Bär? Der Jörg. Südostasien, bitte. Südostasien sitzt der, hat er seine Hauptsignale und sein Schmiedewerk. Der hat die Waffengesetze studiert und hat eine Lücke gefunden. Eine graue Zone, Sandro. Ja. Cool, Chris. Aber nicht die kleinen, die man im Laden kriegt, sondern die man nur besitzen darf, wenn man sie zugeklappt lässt. Die großen. Manche würden sagen Machete. Ich sage ein Großkukri. Und diese Dinger müssen hier in der Stadt rein. Wir wollen die verkaufen. Wir wollen uns da eine goldene Nase dran verdienen. Exklusiv wollen sie die verkaufen. Bitte? Exklusiv wollen sie die verkaufen. Muss ich erwähnen, dass die Wick-Brüder existieren? Um gar keinen Fall müssen Sie das erwähnen, Herr O'Neill. Das ist mehr als präsent. Ja, gut. Ich bleibe mal stehen. Ja. Ja, also ich denke mal, Sie bekommen ja hier schon so an die 500 Container die Woche rein. Ja, mindestens. Ja. Gut, dann haben wir dann... Samstags mehr, ne? Dann haben wir jetzt einen Auftrag für Sie. Sie werden in einen Container unsere Jungs einen doppelten Boden reinschweißen lassen. Ja. In diesem doppelten Boden wird von Afrika, von Südostasien, entschuldigen Sie, hier an die Küste eine erste Ladung von diesen Großkukris transportiert. Ja. Ja. Sie werden das einfach geschehen lassen. Sie werden den Container hinstellen, Ihre Leute werden da Augen zu machen, ja, wenn wir da kommen und einen doppelten Boden reinschweißen. Und wenn wir die Scheiße auch wieder aufschmeißen. Ja, alles dazwischen kann Ihnen mit Verlaub gesagt scheißegal sein. Sandro, ja, wie sollen wir den Südostasien aufschweißen? Da darf ich was sagen dazu? Der Jörg macht das, der ist ein Masterwälder. Ja, bitte? Ja, das glaube ich. Da die Augen sind da natürlich verschlossen, das ist kein Problem, aber... ich meine, wir sind ja nicht der Zoll. Ne? Da müssen Sie sich ja natürlich auch freuen, Sie, dass sich darum gekümmert wird, oder? Ich meine, wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Ja, ich möchte, dass sich darum gekümmert wird. Na, ja, über gut, den Zoll ist, machen Sie sich keine Sorgen. Da haben wir vier Buchstaben für Sie. E-I-C-K. Ja, gut, dann habe ich da auch. Danke. Also, das wäre... Manch einer würde sagen, eine unsere Bitte. Ein anderer würde sagen, unsere kleine Erpressung an Sie. Aber naja, kommt auf dasselbe heraus. Sandro, es ist mir sehr unangenehm. Volle Stunde, ja. Mehr Messer. Das stimmt. Volle Stunde. Ich enthalte mich erstmal jetzt gerade. Es ist so dumm. Es ist einfach dumm, aber auch einfach lustig. Oh.
Ich brauche mal kurz 30 Sekunden, bleiben Sie ruhig stehen und sitzen. Aha. Ist auch klar. Reden die miteinander? Die haben wir am Haken. Moment, wir haben uns das abgekauft mit den Wix. Ja, absolut. Wir machen jetzt gerade aus, wie viele Tonnen von den Kukris sie im Jahr importieren können, ja? Hm, klar. Die könnte das mit unserer nächsten Schweinelieferung da machen. In dem Container. Da lassen wir doch immer 200 Schweine mitliefern. Die Schweinefüße meinst du? Ja, genau, wo wir für unseren Hof holen. Ja, schön, ich glaube, wir kommen ins Geschäft. Aber der Jörg hat da einen Vorschlag. Ja, also Gentlemen, also erstmal finden wir das sehr beachtenswert, dass Sie natürlich so geradeaus sich an uns gewendet haben und uns auch so eine, ja, außerordentlich exklusive Show geboten haben. Natürlich auch die vier Buchstaben, nenne ich sie jetzt mal, um hier nichts heraufzubeschwören, ja. Die vier Buchstaben sind natürlich auch sehr, ja, wie soll ich sagen? Also die haben mich schon überzeugt, ja. Peter hat bereits ja, einen Moment bitte. Ja, klar. Und das wäre natürlich super, wenn kann ich kurz, denn wir haben noch ein paar Termine und das ist natürlich super, wenn das Ganze auf einer ganz anderen Grundlage aufgebaut wäre. Ja, ich habe hier so ein bisschen Erpressungsvibes. So. Es gibt so, fühle mich ein bisschen wie zurück zu Hause in Hamburg, verstehst du, wo der ein oder andere dann auch mal bei dem ein oder anderen Geschäft mal klopft und da haben, sind auch diese Vibes immer aufgetaucht und da fühle ich mich unwohl. Aber ich habe einen Vorschlag für die Herrschaften. Wir besorgen Ihnen, was Sie brauchen. Sie müssen sich um gar nichts Gedanken machen. Den Zoll, wissen Sie, Sie kriegen das Palladium Partner Exklusivpaket. Mhm, aber dafür könnte ich mir vorstellen, dass ich auch so ein kleines, exklusives O'Neill-Paket hin und wieder mal in Anspruch nehmen könnte. Was meinen Sie denn damit? Ja, ich rede von roher Gewalt, verstehen Sie? Ruhe, Gewalt, ich rede von Chaos, ich rede von... Sandro, weißt du, dass wir das kostenlos machen? Dem einen oder anderen Gefallen, den sie uns dann... Das ist mal Spezialgebiet, das ist kein Thema. Ja, schön. Also, da müssen wir uns aber ganz kurz nochmal unterhalten. Sie geben Sie uns eine Sekunde. Ja, geben Sie uns eine Sekunde. Du nähst in den Kreis. Also... Also wenn der glaubt, dass wir dafür wirklich was als Gegenleistung wollen, der ist auch komplett. wenn der wüsste, dass wir das sowieso jeden Tag machen, ne? Also, tun wir mal so, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen rumdiskutieren. Und dann die Sache ist die, die haben Kohle wie die Sau. Wenn wir das für die machen, dann bezahlen die uns dafür wahrscheinlich sogar noch. Wisst ihr, was ich sagen, meine? Ich würde sagen, in der Zeit, sag mal, tun wir Nummer 3 und wir gehen jetzt rüber. Ja, Sandro, sag, tu aber so, als ob du stark überlegen würdest, los. Ja. Genau. Also, es war jetzt gerade schon bei uns eher hin, her. Sandro, nur, dass du es weißt, ich habe damit nichts zu tun, ja. Wir machen es. Passt. Schön. Geht klar. Mensch. Sowieso, ne? Dann hier, komm, schüttel die Hand, wie ein Mann, wie sich gehört hier am Hafen, Junge, weil hier werden Geschäfte noch mit dem Schütteln. Hier so, machen wir das. Macht. Wunderbar. Hey. Und Sie wissen ja, ne? wer den Handschüttler nicht nervt, dann kommt die vier Buchstaben. Ja. Oder auch die... die anderen. Genau, so wird's laufen. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn der Container da ist, den Sie bearbeiten können. Ja? Wunderbar, machen wir, ja? Ich denke, das wird morgen sein. Schön. Also, Gentlemen, wir empfehlen uns. Ja, und wunderbar, schönen Abend. Grüße Sie, ist mir eine Freude. Alamo. Alla. Posti, Augen zu, bitte. Wir führen ihn einmal an der Sonne vorbei. Ja. Totti. Totti, ruhig bleiben. Komm, ich nehm dich da. Einmal. Posti, wir wollen sie, die Italiener. Posti. Ja. Posti. Posti, die Italiener. Totti, komm. Guck dort. Ja. Ey, das ist eine super Suchttherapie eigentlich. Okay, ruft mal unsere Jungs an. Ein Rekord, alle. Die mussten jetzt gerade ewig warten. Also erstmal müssen wir noch mal kurz zu allen Beteiligten und sagen, tipptopp Arbeit an der Stelle. Ja, der Rekord ist nicht erreichbar. Gut, rufen wir der Johnny Mike an. Ruf mal Johnny Mike an, sag mal, wir treffen uns, wo treffen wir uns? An meinem Auto, hä?
Scheiße. So. Hab ich zu viel versprochen, ist meine Frage. Es war tipptopp. Johnny Mike, das funktioniert. Wir treffen uns da, wo wir uns vorhin angetroffen haben. Wo mein Auto steht. Ja. Wo wir uns ganz am Anfang getroffen haben. Bei 6006. Ach, na klar, da kommen wir hin. Ah jo, bis gleich. Wir müssen los, meiner. Also ich sag mal so, uns kann es schlimmer treffen, als eine persönliche Prügeltruppe für die Paladins zu werden, ne? Nur deswegen. Und ich sag mal so, die Jungs bezahlen. Ja? Guck mal, die haben mir heute angeboten, dass sie unsere komplette Knaststrafe bezahlen. Da habe ich gesagt, seid ihr bescheuert? Die sitzen wir schön ab. Wie wirkt denn das sonst? Ajo. Was findet ihr jetzt nicht so toll, wa? Naja, Sandro, aber solange wir, du weißt ja Bescheid. Wir haben ja Freitag Termine. Naja, das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt, wa? Was haben wir denn für Termine am Freitag? Fressnullbombe. Was ist denn hier los? Die kommen jetzt hierher. Alles gut. Soll ich den Lonny auch rufen? Ruf mal Lonny an und sag ihm, dass wir in den nächsten 10, 15 Minuten mal kurz bei ihm vorbeigucken, ja? Also, wenn die Leute bei sowas mitmachen, müssen wir sie dafür auch ordentlich entlohnen. Natürlich. In meinen Augen. Ja. Und ich sag mal, so genug Geld verdienen wir die Tage sowieso genug. Ja. Lonny! Also, super Arbeit. Wir kommen in den nächsten 10 bis 15 Minuten vorbei. Sind da die ganze Leute bei dir in der Kneipe? Nee, nicht alle. Ein paar. Ja, also ich meine, dabei. Ich konnte nicht runterfahren. Lonny kriegt. Du warst gar nicht dabei, Lonny. Dann soll er mal die Leute, die da dabei waren, also Leute, halt zusammen trommeln. Ja, dann rufen wir die Leute bitte an. Oder die online sollen die Online-Domme anrufen, dass die mal in die Kneipe kommen. Wir sind so eine Viertelstunde bei euch. Okay, perfekt. Ciao. Hallo. Sagst du den Dingern mal Bescheid hier, wo was? Hinten? Nur den Hispaniern hier. Ja, ich bin nicht. Ich klingel gerade. Achso. Ist hier irgendwo Garage? Ich habe keine Ahnung. Jetzt. Mal kurz, ob ich hier um die Ecke vielleicht eine Garage finde, da kann ich dann eben schnell einparken. Boon, danke für dein Follow. Geister Truck. Karl, ey. Da kommt er rein hier. Gruß, Karl. Gruß. Hallo. Grüße. Hörst du mich, Karl? Er hat wahrscheinlich darüber gehostet. Danke, ich mich nachher nochmal bei ihm. Hallo erstmal an alle. Hallo. Sind Troublemaker, ja, so kannst du es sagen. Hier ist nirgendwo eine Garage, ey. Leute, Alter, vielen Dank. Erstmal Hallo an alle.
Ich grüße euch. Vielen Dank für die ganzen Follows, die hier gerade reinkommen. Digga, bei dem Paletti ist Ausgang, dass wir mit denen einen Deal haben, ja. Die importieren uns die Kukris und wir sind Prügeldruck für die. Mann, hier ist nirgends eine Garage. Ich will da nur das Auto loswerden. Oh, also, war schon ein filmreifer Auftritt. Wisst ihr, wo hier die nächste Garage ist? Na? Nächste Garage? Ja. Die Garage ist am Arsche. Wollte ich auch gerade sagen, nee, keine Ahnung, wo die Garage ist. Na, beim Abschlepphof. Komm, ich will dich wieder abbringen, die Karre dahin, ich hol dich ab. Beim Abschlepphof? Wo ist denn der Abschlepphof? Fahr mir hinterher. Fahr mir hinterher. Leute, vielen, vielen Dank für die ganzen Follows. Kuss auf jeden Fall und Grüße an alle. Ich werde versuchen, gleich nochmal alle vorzulesen, aber ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt schon wieder sind. Ich hoffe, ihr habt die Show genossen, was Arthur da wieder gemacht hat. Na, also, das ist auf jeden Fall absolut geil. Und lasst auf jeden Fall auch noch ein Follow bei Arthur da, wenn ihr es noch nicht habt. Na? Beim Labenz-Connaisseur 187. Ohne den hätten wir nicht so eine Show. Ist hier auch eine normale Garage? Das ist doch keine normale Garage hier, oder? Ja, aber hier irgendwo ist eine. Einer. Ah. Fahren wir mal hinterher. Fahren wir mal hinterher. Komm mal her. Ich weiß, wo er nicht ist. Leute, auf jeden Fall. Warte, ich schicke gleich nochmal, sobald ich mein Auto weggeparkt habe. Ich auch mal den Link von Arthur noch rein, dass er da auch noch ein paar Follows drin lasst. Und Karl ist vor allem der größte Ehrengönner, der regelmäßig hier rüber hostet. Riesenkuss. Also das war schon ein filmreifer Auftritt, oder? Das war Weltklasse, ja. Jetzt bin ich doch E-Quelle, also. Ich hatte nur ein bisschen, zu viele Leute sind rausgegangen. Leute, lasst da auch noch ein Follow da, wenn ihr noch nicht Follow seid. Ein paar mehr drinnen bleiben müssen. Und vielen Dank für die ganzen Follows. Ja, also das war schon brutal, aber auch einen Querschläger habt ihr auch gehabt, ne? Was ein Querschläger, inwiefern? Einer war getroffen. No. Und er ging in unsere Richtung, war nicht. Ach so, na klar, das war ja geplant von mir. Ja. Das war genau kalkuliert. Kalk, entkalkt, weißt du. Ja, halt mal kurz so, ich muss da mal ganz kurz. Wir warten noch auf den Tosti. Nee, Roscoe, bleib mal in deiner Karre da gerade mit. Ja, ich muss ganz kurz pissen, wenn wir ihn auf der Totti warten. Oh, Roscoe, aber dann piss doch bitte in die Karre vom Johnny Mike, Alter, sonst kommen wir nie hier weg. Der Johnny Mike geschlossen ja, habe. 24-7, da kannst du reinpissen. Spreite und Pisse. Klemm dir halt Katheter an, weißt du? Na klar, Spreite und Pisse macht eh keinen Unterschied. Trink ich morgen. Können wir jetzt hier nochmal eine halbe Stunde warten? Alter, wo ist denn der Posti? Was haben wir denn jetzt eigentlich Posti? Für einen Job? Ja, ich wollte nochmal. Ach, wisst ihr was? Johnny Mike, Roscoe. Ja? Hock dich mal mit hier rüber, der Johnny Mike wartet hier auf den Torsti. Na, mach ich. Wir haben nämlich noch einen netten Gentleman vom Norden, der hier mitgeholfen hat bei der ganzen Geschichte dabei. Ah, wenn er vorne sitzt, kann er pissen, wie er will, das ist mir egal. Johnny Mike, du wartest hier, bis der Torsti wieder da ist, ja? Ich muss nur ein bisschen am Handy spielen. So. Mal bitte? Ganz kurz hier. Der will am Handy was gucken. Philipp Chicken und Silent Ems, danke für die Subs. Gott, ob ich jetzt die ganze Liste hier durchkrieg. Ich weiß es aber. Sind die Bullen eigentlich noch gekommen? Ja, die Bullen? Ne, keine Ahnung. Ich glaube, die haben das so hingenommen. Ja. Oh, cool.
Mensch, da seid ihr ja! Grüße! Oh, jetzt können wir ja mal in Ruhe kurz. Jo, Boon, noch danke für dein Follow. The Real Akrios, danke für dein Follow. Nico, Crackmeister, Regentag, Silent Ems, Maki Connaisse, Pibi, Janke, Trumpkench, Krantelbart, Sprudel, Chris, Real Zeus, Ivorsnet, MudStoreLife, PlayerMal, André, Zeba, Feiro, Beck, Tiger, Bates, Swania, Blutziffer, Duality, Graubein, Bobby, Spee, Quane, Schmidti, Gabomba, Pandaval, Ali Boumaye, Neowart, Honey, Aetios, Elfi, Bun-Inspektor, Psycho, Garu, Bersi, Zyxes, Bjorn Scott, Mala, Epps, Sonoma, Lamaxi, Dirty Dieter, Rock'n'Roll Fabi, Shusi, Emrit, Ungebildet, Ungeduscht, nice auch, danke für eure Follows, Abschied, Noctus Rex, Double T, Hivemeister, Himalaya, Edit Puffed, Killer Gockel, Karamski, Simkarte, Butterperle, Lasse, Jack Spay, Wirbelsturmregel, Captain Twix, Notin, Worry, Uncle, Low Level Trip, danke für eure Follows, Dittany, danke für deinen Sub, Kuss, High Trends, auch das ist gerade Ucknat, Gammelhorst, danke auch noch für die Follows, und Selfie, danke für deinen Sub, Kuss, Leute, Kuss, 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 Kuss. Riesen Kuss auch an Karl. Ja, die nehmen es mir vielleicht nicht übel, aber das ist mein Anspruch. Ich finde das sehr wichtig, sich da zu bedanken. Good old America. Ratatatatatata. Hey, Aziz, wisst ihr, wo South Rancho ist? Was willst du? Was ist South Rancho, Mann? Die Nordmann. Grüße. 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 Ja. Und danke auch, Strusi, für die 300 Bits. Seid ihr gar nicht im Dienst, oder? Imo auch, danke, Flippo. Ja, Leute, das ist einfach mein Anspruch. Es ist nicht normal, dass bei mir da so 100 oder mehr Follows hier täglich da reinkommen und ja. Kann mir zugucken? Stillbashing auch da. Absolut nicht, streng geheim. Okay. Wir haben gerade John Wick gesehen, also von daher, wir haben noch ein bisschen Angst. Naja, Grüße, wa? Warum salutieren die bei euch? Weil die uns, Professor hat Max weil die sehr viel Respekt vor uns haben. Also ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum ihr da in dem Auto sitzt und nicht draußen steht und salutiert. Wir sollen salutieren? Vor wem? Na, vor uns. Ich sag gleich was dazu. Warum das denn? Das ist doch offensichtlich, die anderen salutieren doch auch. Ja, aber wir sind uns... Jawohl, Sir. Ganz genau, das ist es nämlich. Der kleine Flintrieme, der hat's kapiert. Ja, gut. Und wieder einsteigen, Kadett. Danke, Sir. Und weitermachen. Auf Rancho suchen. Auf. Ja, auf geht's. Und wenn ihr das Kunde habt, sagt er uns Bescheid. Theoretisch ist auf Rancho vor 40, 20, 40, 37, so müsste es auf Rancho sein. Okay. Nochmal, Rancho ist ja hier und Sauf ist hier. Also, keine Ahnung. Der hat eine Knarre in der Hand. Der Typ hat eine Knarre in der Hand. Wer denn da? Der Typ, der gerade rauskam. Was? Ihr wollt die Mexikaner abknallen, was? Nee. Quatsch. Das wäre eine Knarre. Das ist super gefährlich. Ey, wenn die kommen, fahren wir aber. Also South Rancho, einmal 180 Grad, 200 Meter in die andere Richtung, wa? Grüße. Ja. Danke. Auch ein sogenannter U-Turn, oder wie man das in eurer Spruchdose sagt, hier in der Stadt. Okay. Gesundheit. Also, Männers. Also. Es war uns eine Freude. Audi, ihr Leid. Ja. Wenn ihr irgendein Thema haben solltet, ja. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, auf euch Jungs kann man sich verlassen. Bueno. Ja, hier auf die mit Kukris, ihr sagt uns Bescheid, eh?
Ja, wir sagen euch Bescheid, sobald bald das erste Schiff ankommt, ja. Gracias. Bueno. Bueno. Also, Felice, war. Adios. Adios. Lamo her. Adios. Und nehmt euren Tupper mit hier. Tja, Wayne, jetzt haben wir ein Problem. Was denn für ein Problem? Ach so, ja. Ja, ich hab dem Nordmann versprochen, dass der mitfährt. Warum hast denn du keine Karre? Achso, die hast du ein ja Schwein, ich mit dir mit gekommen bin. Ja, das hat mir auch gerade eingefallen. Und aber hier hat irgendjemand eine Karre hier noch? Danke dir für dein Follow. Nee, meine steht bei uns, bei euch auf dem Hof. Dann fahr mich da vor an die Garage, da steht mein Kahn. Ja, in einer Sekunde, ja. Wayne, wir sind gleich wieder hier. Dann hältst du die zwei gerade ab. Wo ist denn hier eine Garage, Alter? Ich wollte gerade fragen, ob du warst, weil die andere Garage wäre Richtung Tankstall gewesen. Am Stadtpark müsste einer sein. Nee, weil bisschen näher noch. Ja, das weiß ich nicht. Was sind wir denn hier, Alter? Sieht alles so gleich aus. Ich hab keine Ahnung hier von der Stadt. Kommen wir hier rechts? Warte, die nächste da. Das ist ja eine verwirrende Scheiße. Hier ist irgendein Leuchterhaus. Ja. Sieht gerade aus. Ich glaube, da vorne links, die nächste. Ja, hier links. Und dann geradeaus, der kommt auf der rechten Seite nach der Kreuzung der Garage. Ja. Ja, das kann auch sein. Ja. Warte mal, ich gucke mal. Aber kannst du fahren, da drüben ist auf jeden Fall. Fahren wir hoch zur Linie seiner Bar, ja? Ja. Perfekt. So. Alter Leute, ich hab jetzt ja nur noch rein hier. Shadowhand auch noch, danke für deinen Follow. Hype Train Stufe 2, what the fuck. So. Oskar Sir, danke noch für deinen Follow. Ja Leute, also. sowas ist nicht alltäglich wie das, was ihr jetzt bei Karl noch von dem RP gesehen habt. Aber wenn Arthur halt mal eine Idee hat, dann nimmt man das mit. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euren ganzen Follows hier und den Support. Prost. Hi, gute Wie hier. Osko, du holst die Jungs ab, gell? Die beiden, die da jetzt noch stehen. Na, ich hab gemeint, du holst die ab. Ich hab schon eben gesagt, ich soll nur von die Bar fahren. Deswegen hab ich nochmal angerufen, weil ich war mir nämlich gerade auch nicht mehr sicher. Wo bist denn du gerade noch? Ich bin, nördlich vom Stadtpark. Ja, und okay, wir sind auch schon nördlich. Wer von uns beiden treten um? Oh, Kopfschmerzen. Oh. Ja, dann drehe ich um, ja? Jo, okay. Eieiei. So nervt der Alert eigentlich, oder? Der Geist der Trucker, den wird der Großteil von euch halt auch schon kennen, ne? Da habe ich aber einen Game Crash. Scheiß Trick da.
So. Grüß euch. Da sind wir wieder. Sorry. Der neue RAM ist noch nicht eingebaut. Sowas passiert dann ab und zu mal. Ah. Ja. Server Neustart. Was meinst du, von welchem Club ist das? Was ist das denn jetzt? Ja, Server startet gerade neu. Kam gerade noch Follows rein, sehe ich hier. Professor Tom und Urin Kurzocke. Danke für eure Follows. Achso, nee, das ist von Wolfgang Petri. Ja, wenn man den Story-Modus nicht kennt, kann man das auf jeden Fall zocken, Mann. Das ist. Also, auch wenn das so alt ist, aber man kann auf jeden Fall da rein. Links hat er vorhin was geschrieben, wo ich noch was zu sagen wollte hier. Paranoid. Dass du noch da bist. War das nicht bei der einen WQHD-Bildschirm hatte mit schwarzen Balken beim Streamen? Achso, nee. Ja, ich habe halt ab und zu mal so einen PC-Crash, wie jetzt gerade eben, wie ihr es gerade live miterlebt habt. Weil mein RAM defekt ist und ich habe mir einen neuen schon bestellt, aber es dauert noch ein paar Tage, bis der kommt. Ja. Und wenn der da halt vom Rechenprozess, keine Ahnung, irgendwie überlastet oder so, dann hängt sich der ganze PC auf, dann muss ich über den Powerknopf neu starten. Aber ja, da hat mir die Community schon geholfen und wir haben das Spendenziel da erreicht, dass ich mir den RAM bestellen konnte. Naja, alles gut, Paranoid. Ich dachte, du meinst mein RAM-Problem. Weil viele da auch gerätselt haben, ob das vielleicht an der Auflösung liegt oder so. Weil ich hab das immer, wenn ich irgendwie raustappe, wo, oder wenn sich die Auflösung verstellt, weißt du? Dann dreh sie mal auf. Und Dark Sunrise, danke noch für deinen Sub. Und Le Glitch, auch dir danke für deinen Prime. Kuss. Und Riot and Chill, danke für dein Follow. Ja, ist furchtbar nervig mit so einem. Also keine Ahnung, aber das ist halt auch der alte RAM aus meinem alten PC. Und wenn du einen neuen PC machst, hol auch einen neuen RAM. Ich dachte, ja komm, kann ich mir irgendwann holen. Das ist jetzt auch schon wieder 6 Monate her oder so. Ich hab's immer noch nicht gemacht. Dann bin ich auch selbst dran schuld. So. Warte, ins Teamspeak müssen wir noch. Ich hab immer, wenn ich raus hab, Angst, dass sich der PC aufhängt. Wow. Sergeant Lenkrad, vielen Dank für deine 5 Subgifts. So, vielen, 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 vielen Dank. Kuss. Leute, bedankt euch fleißig. Windfahrerküsse. Vielen, vielen Dank, Sergeant Lenkrad. Sowas ist nicht selbstverständlich für mich. Kuss. Ja, das würde halt viel verändern, wenn Rockstar zumindest bei GTA 6 dafür schon von selbst die Möglichkeiten gibt, solche Server irgendwie zu machen, ne? Ja, Toddy? Sag mal, was können wir sein hier? Am Stadtpark gerade. Der Johnny Mike sollte noch da unten stehen und sollte auf das Wetter eigentlich. Ach so, ja, nee, das ist ja, aber nicht komisch. Ja, der wird gleich kommen. Der wird gleich kommen. Ich hab mal, ich sitze im Golf. So. Ja, ich hab den Club 1 hier. Ja, ich sag mal, ja, mach dich nicht verrückt. Alles gut. Wir treffen uns beim Lonnie an der Bar.
Achso, jetzt geht's erst zum Lenny an der Bar oder was? Genau, mir hatte gerade Probleme. Ah, achso. Achso. Ah, jo. Ja gut, dann fahr ich mal beim Lenny an die Bar, ja? Oh, Kopfschmerzen. Scheint gerade selber Probleme zu geben, hä? Hm? Vielen Dank, Sarge und Lenkrad. Ja, ich meine, so ein Server kostet ja auch schon Geld. So, wenn Rockstar das selbst anbieten könnte, könnten die halt auch noch mitverdienen. Ne? Und dann wäre vor allem auch die Qualität, ich sag mal, die Verbindung alles stabiler, ne? Wenn es direkt über Rockstar laufen würde, wahrscheinlich. Aber, ja. Ja, nee, das liegt auf keinen Fall an mir gerade. So. Ja, das liegt. Das war jetzt mein RAM-Crash. Ich war wieder muted. Ich habe die ganze Zeit schon mit euch geredet. Sorry dafür auf jeden Fall. Es nervt einfach tierisch. Bin so froh, wenn der RAM da ist. Und dann hoffe ich, dass das nie wieder auftritt, so ein Fehler. Der verdammte gelbe VW.
Geistertruck. So. Oh, schnell weg hier. Geistertruck. Allein durch dunkle Nacht. Ich weiß nicht, ob man das alles unironisch hören will kann. Keine Ahnung. Meins wäre es jetzt nicht, aber hier passt es halt in das, ne? Ich denke, mit der, also mit so ein bisschen passender Musik macht das auch vom Zuschauen her mehr Spaß. So, weil ich meine, was wäre das für ein Gefühl, wenn ich jetzt hier so einen Typ spiele und höre jetzt, keine Ahnung, Dubstep oder sowas im Hintergrund. Wäre irgendwie ultra weird. Akustisch Tornebung. Die Musik tut weh. Naja. Um ein bisschen Stimmung damit zu machen, ist schon ganz lustig. Death Metal. Ja. Ich glaube, ich wäre schon zu strong. So für meinen Geschmack wäre das jetzt zu strong für den Charakter, so für die Stimmung, so, weißt du? Da könnte man definitiv anders spielen. Ja, genau, jetzt geht's noch. Also, ist definitiv noch nicht rum heute Abend. Geht jetzt noch zu Lonny und dann geht's nochmal zu den Italienern und. Also, dadurch, dass Arthur und Karl, also Arthur ist der Macher, Karl ist der Denker und ich bin der fürs Grobe einfach. Ich hab gesagt, mir sagt man, da und da gibt's das mal, geh ich da hin, mach das einfach fertig. Wenn ich dafür in den Knast gehe, geh ich dafür in den Knast. Den Game Crash. Das jetzt mal anders da angehen hier. Zum Glück bin ich nicht der Sprecher, da wird keiner was verstehen, ne? Mach jetzt mal was. Beobachte jetzt mal. Das Game starte. Arbeitsspeicher. No Rage.
Stabiler Streamtitel, ja. Scheinbar muss man das ja leider auf Twitch noch in den Titel schreiben, damit man so Leute schon mal rausfiltert. Ja, schon frech, ne, Mama? Ah, es sind gerade mehrere gecrashed. Ja gut, dann seht ihr, da liegt es ja nicht nur an mir. Mache ich uns da nochmal ein chilliges Lied an. Weil wir dann, was ich noch finde, was geht, ist sowas hier. Hier nur ein paar Lieder rausschmeißen der Liste, die mir gerade so aufgefallen sind. Okay. Was hören wir denn? Doch gleich mal mein Handy auf die Tastatur. Das ist so monomerisch, ja. Ich komme aus der weiteren Gegend da, ja. Ab Destiny. Na. Ja, safe. Nee, aber nicht Kurpfalz. Nee. Ja, aber ich komme ja nicht direkt von da, Mad Who. 35 Game Crash, dann kommst du rein und dann sowas. Oh. Aber die Musik stimmt, ja. Kundenschlaf beim Autofahren ist gefährlich. Ja, ach, könnte ich jetzt schnell ein Ticket aufmachen. Vielleicht kann mich jemand aufheben, aber die 5 Minuten jetzt. Ich muss das aber nicht ausspielen. Also da ist alles gut. Ich stecke jetzt ins Auto ein. Wenn ich das nächste Mal jemand vom Krankenhaus sehe, lasse ich mir Vitamine geben und gut ist.
Salber, danke dir. Ja, eben. Wir sind gerade. Ja, haben anderes zu tun. Ja, überfahren liegt dann Vitamin B12-Mangel. Was machst denn du hier? Na, für ihn stehe ich jetzt noch das da. Nicht, Alter. Ehre halber. Vielen, vielen, vielen Dank. Johnny Mike ist auch einfach so eine Legende. Someday. Also ich sag mal, als Cop war das ganz praktisch, wenn du dich dann gegenseitig halt aufheben konntest bei sowas, ne, schnell. Ja, das ist ganz praktisch. Oder wenn jetzt ein Supporter neben mir wäre und hätte das gesehen, dass jetzt so ein Bug ist, der würde der mich bestimmt auch aufheben, schnell, aber ja. Nee, ich glaube, Johnny Mike streamt nicht. Reiksa, danke dir für den Follow. Ja, manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen, ne? So ist es halt. Matt Hood, danke dir für deinen Sub. Kuss. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, ich dürfte jeden Moment aufwachen. Also bei mir ist so, ein paar Worte sind immer wieder mit Dialekt und irgendwie andere dann nicht. Und aber ganz raus kriege ich es auch nicht, aber größtenteils versuche ich es normal zu sprechen. So, und Jenny, vielen Dank für deinen Host oder dein Raid und so. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream. Hallo an alle neuen Leute. Und bei den O'Neills, Leute, lasst doch ein Follow bei Jenny da. Die spielt die Oma Inge, wo wir den Enkeltrickbetrug gemacht haben, für die, die es mitbekommen haben. Die Olle. 47F Jenny. Geht auch ein Kuss raus an die liebe Jenny. Vielen, vielen Dank. Aber warum, wo warst du, Alter? Ach, ich hatte gerade ein kleines Malheur. Alles gut. Ich krieg mal deine Arschbacken aus und dann rede mit mir, Junge. Was dann? Pasco. Ich babbel doch mit der. Ja, dann mach doch den Mund auf, Alter. Ja? Ich hatte gerade ein kleines Malheur. Was dann? Wo bist denn du gerade? Ich war gerade am Lonnie seine Bar, aber da ist keiner mehr. Genau. Komm mal bitte zum Waffenladen in Sandy Shores. Wir fahren von hier aus gemeinsam hoch zum Italiener. Ja, die haben volle Hütte. Wir holen Basis und hauen den Hütte auseinander, ja? Ja, ich. Können wir vielleicht einen kurzen Krankenwache durch hier rufen an der Waffe, Leute? Weil, wie gesagt, ich hatte kleines Malheur. Ich hatte kleines Malheur und. Ja, das ist egal. Ich habe ein bisschen Naseblute und so. Was gut, die Zeit haben wir nicht. Bin ja, ehrlich, okay. Du darfst dich einfach nicht treffen lassen. Naja, gut, dann muss ich dich springende Hase machen, ja?
Ja, genau. Du machst einen springenden Hasen und rennst in Kreisen und gelegentlich haust du einmal in die Mitte, ja? Ja. Sauber. Da mache ich nicht den Frontmann. Alles klar. Genau, was klar. Also, alles klar. Mal. Alla. Der springende Hase, ihr wisst Bescheid. Zack. Hol dir am Basian, mach dich bereit. Ja. Aber wir sollten, ich will mal für den Torsten noch einen Basian. Kannst du mehr Order holen? Ich glaube, ich habe nicht so viel Geld dabei. Brauchen wir, muss man nicht dabei haben. Bucht einfach ein Konto ab. Achso, okay. Also, ich bin gefechtsbereit, Jungs. Wo? Outcat! Ja, was mit Tosti? Wo ist der? Check das alles aus. Hast du nicht gehört? Ich bei dir mit. Nee, ich hab's nicht gehört. Was? Wir fahren mit einem Auto. Ja, wir können doch alle ein Auto. Oder? Ja, können wir. Nee, alles gut. Okay. Ist jetzt aber vorne heute. Ja. Outcat! Na, komm nach hinten, Susa. Die Musik muss mies laut sein. Muss ich mal schon den Mike anrufen, wie es aussieht. Ja, ist in Ordnung, dann machen wir das. Ich meine, wir sind 6 und Nils. Wie viele Italiener können das schon sein, wa? Und? Ja, Johnny Mike ist mit Thorsten unterwegs. Also na ja, so wird's aussehen, wenn wir mit der Scheiße fertig sind. Das kann ich dir aber sagen, wa? Sind wir in der 6 und in der Zimmer? Wo ist denn Richard? Keine Ahnung, den haben wir nicht erreicht. Ah, den erreiche ich nicht. Und Johnny Mike ist mit Totti unterwegs, ne? Ja. Genau. Okay. Rosco ist da. Johnny Mike, fahr einfach dahin. Warte mal, Rosco. Ja? Halt mal dran. Rosco. Ja? Magst du mal einen Torsten anrufen und fragen, wo der sitzt, dass wir nicht so ganz offensichtlich anfahren? Mhm. Wenn man dran vorbeifährt, kann man von oben über die Weinfelder ran. Da bin ich geflüchtet. Totti, sag mal, wo hockst du, dass wir nicht ganz so offensichtlich neu fahren? No, also folgendes, ja. Über dem Gelände kreist dran, ja? Ein Sheriff-Helikopter. Ja? Über dem Gelände kreist ein Sheriff-Helikopter, ja? Das ist richtig, ja. Und, ich weiß nicht, woher das hat, aber der scheint was zu ahnen. Der scheint was zu ahnen, okay, ja. Ich stehe hier auch hinter dem Sheriff-Fahrzeug mit dem Elfenhöfen. Okay, kannst du uns sagen, wie wir am besten auffahren sollen? Ja, parkt. Sind da nur ein Fahrzeug oder was? Wir sind auch Fahrzeug, wir kommen jetzt von unten. Der Johnny Mike hat mir am Telefon und sage dem jetzt, ja, das wir rufen wir dich auch. Ja, ich erreiche den Johnny Mike nämlich nicht. Ja, Sandro hat ihn am Telefon. Ah, okay. Ja, genau. Nee, ich würde sagen, dass wir einen koordinierten Zugriff machen. Ihr fahrt vor das Hauptgebäude. Wir sollen vor das Hauptgebäude fahren, okay.
Und dann stimmen wir das Ding. Okay, wir fahren jetzt gerade von der Hauptstraße durch den Bergnuff. Achso, ja. Wir sind jetzt gleich an der Kurve, dann wo wir... Dann laufen wir da. Der Sandro sagt, wir sollen uns alle bei dir treffen. Ja, no, ich park hier vor. Erstmal bereden. Du parkst davor. Direkt vor der Einfahrt ist der Toddy. Ja, ihr seht mich schon, mit dem Hintergold. Der soll uns einfach mal hinterherfahren. Totti, du sollst uns hinterherfahren. Jetzt, wir fahren jetzt gleich an dir vorbei, Achtung. Ja, jetzt. Da stand da ein Bullerwache drin, ne? Mhm. Ja, ja, die kreisen hier, wie die jungen Adler. Von der Südpolizei? Das war so schnell, das ist die Südpolizei. Die Telefone weg, wir sprechen uns jetzt ab, wie wir das machen. PD oder halt SD, weiß ich noch nicht. Ach, die Taschenlampe aus, Alter, da ist ein Helikopter. Ach du Scheiße! Bist du wie blöd oder so? Ach, schlauer wie du auf jeden Fall. Wie ist denn die Lage da unten, Torsti? Ja, folgendes, dass die Bude ist rammelvoll, aber ich denke mal, mit einigen, also mit Gewaltbereitschaft können wir da auf jeden Fall gut rein. Na, das Problem ist, dass da sind auch Bullen und alles, ne? Oh, steck mal die Baseballschläger noch mal kurz weg. Kann er selber noch reinnehmen? Das ist ein Militärhelikopter. Wie sieht denn das gesundheitlich aus bei euch? Ja, beim Rest scheiße, beim Rest. Ich habe ein bisschen Nauseblute, ja. Ich hatte ein kleines Malheur mit meinem Auto. Ihr seid nicht vorbereitet, ja? Ihr habt keine Verbandskasten irgendwo. Ey, guck mal, was die beleuchten uns hier. Was ich hätte, wäre. Ah, danke. Machen die? Soll ich den runterholen, den Heli? Amenula, danke dir für den Follow. Ja, schieß mal drauf, ist halt. Hat jemand eine Panzerhose dabei? Ja, das ist halt jetzt wieder, man hat was vor und die Cops stehen also, schon bereit. Wenn die Italiener anscheinend schon. Also hört mal, vielleicht sollten wir kurz hingehen, fragen, warum die Bullen da sind und dann die Italiener direkt mal vor ihren ganzen Gästen damit konfrontieren, dass sie schon wieder die Bullen gerufen haben. Ja, wir können ihn ja auch ja, so aber, wo, so aber warum? Könnt ihr die Italiener was wissen? Nein, ich nicht, oder? Da stand Torsi, hast du die irgendwie bemerkbar gemacht? Der Verbandskost hat sehr gut. Oh nee, natürlich nicht. Guck mich mal an, ich hab's komplett schwarze Tarn. Was machen die denn hier mit ihrem Scheiß? Ich bin ein Geist in der Nacht. Okay, ich hätte einen Plan. Ich hätte eine Idee. In der Dunkelheit. Sandroll, was hältst du dafür? Wir fake Geiseln um und in der Stadt. Das funktioniert gar nicht. Sowas funktioniert nicht. Das müssen wir, man müsse da jetzt einfach frontal, nein, sag ich dir ganz ehrlich. Was soll denn passieren? Also, Leute, wie ist denn die Situation? Stehen da auch ein paar Leute draußen, so kleine Krüppchen oder so? Nee, ich meine, wir können ja auch anrennen. So eine kleine Gruppe zusammenhauen und uns dann wieder verpissen. Nee, da steht, draußen steht nichts, aber ich würde sagen, die sind getrennt. Ganz links in dem Bernsteinzimmer, weißt du, mit teuren Sofas und so, da sitzt der Hauptteil. Und da sind natürlich auch vorne wieder Bedienstete drin. Da können wir ihn als Geiseln nehmen, möchte ich sagen. Dann machen wir wir können ja. Was haben wir machen die denn hier? Wie wär's denn, wenn wir so Wolfmasken aufziehen und dann da hier? Wir haben keine Maske dabei. Den so bedrohen, dass er an Polizei kommt und abhauen. Sandro, ich hab vielleicht. Das steht jetzt nochmal ein bisschen umplanen bedeutet, aber was ist, wenn wir da den Heuer Meuer rufen? Ja. Und über die Luft neu gehen. Mit einem Teil zumindest für Ablenkung. Und dann kann der andere Teil stürmen. Auf gar keinen Fall können wir den Wieselnuss-Helikopter für unsere kriminellen Prügelschaften verwenden. Wieselnuss ist eh scheiße. Wenn wir den klauen. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Okay. Das geht tatsächlich, ja. Captain, danke dir für dein Follow. Was kann man nur schätzen? Er sich nach dem Scheißen. Wir können uns auch hinschleichen, Mensch. Aber wenn da einer rauskommt, zack, also, also ganz ehrlich, die besten Chancen haben wir, wenn wir die einfach schon mal damit provozieren, dass wir sagen, warum sind denn die Bullen da? Ja, habt ihr die schon wieder gerufen? Ja, wir gehen einfach mal sich alle da rein. Können wir vielleicht dafür sorgen, dass die uns angreifen und nicht wir die? Und dann los, auf geht's. Ach Gott, das ist halt brutal. Alter, ich schieß den da gleich runter. Und Leute, bleibt spontan, ja? Immer mal am Bein. Warte mal, was ist denn hier los? Ach, warte mal. Ja, wir suchen gerade flüchtigen Wahnsinnigen, der wohl aus der Psychiatrie entflohen ist. Ach so, ich dachte, ihr wolltet... Nee, das bin ich nicht. Ich dachte, haben euch angerufen. Also, könnt ihr mal aufhören mit eurer scheiß Leuchte hier? Ja, was kann der jetzt mal optiert oder? Ganz ehrlich, ich hol das Ding irgendwo gleich runter. Zu dem anderen Welt. Also mein ich glaube, ich weiß, wer es sein könnte. Wer denn? Na, Bobby Brings, Dukes.
Bobby Brinks. Bobby Dukes. Dukes. Bobby was? Dukes. Entschuldigung, hab mich versprochen. Ja, yeah, Detto sieht aus wie ein Verrückter. Was? No, ich bin die James Bond. Die ist auch ein Verrückter. Das bestimmt. No, was ist das für ein Verrückter? Ich bin die James Bond. Warte, ich hatte ich habe hier die gearbeitet und habe die Traumgeflückte. Machen die meisten so, die sehen dann immer so aus. Bei den Campinos oder was? Ich habe ja die Traumgeflückte. Nee, arbeitest du bei den Campinos da drin oder was? Was? Wer ist denn die Campino? Ach so. Ja, oh, das ist ein Feld, also ich meine, mit dem Outfit im Feld. Ja, das ist normale. Ich arbeite immer auf die Felder mit dir, Anzug, sie. Warst du heute schon mal in diesem Restaurant da drin? Was hast du für ein Restaurant? Na, oben hier drin, Laden hier, das Restaurant. Leute, der Sheriff hat gesagt, hier gibt's gar keinen Frühburgunder, den wir pflücken können. Da müssen wir woanders hin. Ach so, aber der Mann hier hat gesagt, der schafft hier auf dem Feld. Hat der Mann doch gerade gesagt. Was hast du für eine rote Narbe? Neugierig, sie. Die sie? Wer ist sie? Mit seinem Feldarbeiter-Outfit. Warst du da schon mal drin heute, oder was? Wir gucken mal vorbei, sie. Boah, guck dir mal diese Narbe an! Lass meine Internet, hit mir die Narbe. Brutal, ey. Will Grease, ja, Karl hat es hier rüber aus. Sogar eine Warte, das ist ja eine Wanderwarte. Mein Gott, Thorsten, bist du das? Das ist ja großartig, das ist so ein Hulk Hogan Gedächtnisbart, das macht mich sehr glücklich. Der Hollywood Thorsten. Ich bin der Hollywood Thorsten. Wanderwarter. Ja, sehr schön, ne? Ja gut, Gentlemen, fröhliches Sachpressen, ne? Wir gehen mal weiter. Na klar, das machen wir. Ja, also Leute, dann fahrt mir mal hinterher. Die Polizei sucht anscheinend einen Verdächtigen und wir wollen ja nur hier aufs Feld, ne? Na klar, wir wollen den Frühburgunder. Wir sind auf der Reformer. Der Sheriff hat doch gesagt, dass der Frühburgunder direkt bei dem Haus da steht, ne? Genau. Hey Totti, jetzt wollte ich extra bei dir euch, da ihr das nicht erlaubt fährst, und jetzt nimmst du meinen Platz oder was? Ach so, ja. Das ist natürlich ein bisschen zum Gelaufen, ja. Du bist der Arschloch, wirklich. Das ist ja furchtbar. Aber meine ist nicht angemeldet, deswegen wollte ich den jetzt nicht hier in so eine... Was ist jetzt der Plan? Ja, dann kann er dann da stehen bleiben, weißt du? Ja, der Elefant der Rollschuh, du. Das ist ein Top-Fahrzeug hier, der Einser. Mein Feld da hinten ran! Aber wartet mal, pass mal auf, jetzt, wir fahren jetzt. Ah jo, also... Man muss Licht aus, hä? Stimmt, wartet mal, nee, zurück. Johnny Mike, man muss Licht aus! Muss Licht aus! Ja, der geht aber schon ganz schön ab, du, der. Ja, hier komm. Hoch da! Ist ein GTI, 1.8er Motor. Oh. Natürlich Diesel, hä? Noch, das ist ein super 95 schon. Oh jo. Die Petrol geht da rein. Das ist brutal, hä? Komplett brutal, die Kiste. Lass mal die Fahrer hier stehen und gehen von unten ran. So weit laufen! Dreimal. Mit Baseball oder ohne? Na, das Ding ist das folgende. Die noch nie niemals stelle die werden ballern. Da können wir uns davor. Wir müssen also wie die kleinen Geißböcke müssen wir da hoch, ja? Alles klar, ich leuchte uns hier weg! Das sieht scheiß Licht aus. Wenn die schießen? Ihr kennt doch gar nichts. Mitze, du bist jetzt ein Krimineller. Du musst doch mal dran gewöhnen, dass einmal geschossen wird. Ich denk doch immer nur springen. Immer schön. Pusche. Sandro, haben wir den direkt aufs Pusche. Die Polizei wegkommt, hä? Das machen wir mal, ja. Merkt mich, wo die Karren stehen. Jetzt wartet jetzt. Schleichen wir. Scheiße, der Heli startet. Okay, wir müssen uns mal. Scheiße, der kommt, der sieht uns. Komm. Ganz ruhig, sonst steche ich dich ab, ja? Und dein Kollege mal hier stehen, Kollege. Ist okay. Es rennt noch. Ja, die intellektuellen Besten sind da. Das, der erste ist schon mal vom dran gewöhnen, ja? Damn, Dien. Der hat mich entführt. Da hörst du zu deiner hier? Ja, nein, der war nur schon auf Kostetäne reingekriegt. Wie ist dein Name? Das ist übrigens eine 15. Ja, den nehmen wir mit. Illegal, ne? Abfahrt. Wie? Jungs, Abfahrt. Einer rechts, einer links. Jungs, Abfahrt. Wie ist Ihr Name, Sir?
Roscoe O'Neill. Auch mit los. So, oh. Ja, der gehört nicht zu dem Sektor, aber wir müssen. Hast du mal vor, ich blutete meine Arme. Ja, sehr gut, hast du auch verdient. Ich geh mal an die Seite, ja. Ja, hast du Waffe, Eustecker? Nein. Ja, du bleibst stehen. Okay. Bleib stehen, ne? Ist ja kein Problem. Dann mache ich dir da hinten hin am Rücken fest. Hoch jetzt hier. Okay. Ja? Nimm dir mal alle Waffen ab, alles was er hat, der dumme Drecksau. Okay. Ich habe nicht hier viel, ne? Sind die Scheißbulle doch schon wieder. Das nee, ist nichts Persönliches, da bist du jetzt auch zur falschen Zeit am falschen Ort, ja? Leute jetzt hier eh noch rechts ja, das glaube ich auch. Ah, Signore, ja. Was ist denn das? Aber du kannst dann gleich... Rückt ihn einfach seine naja, ist auch was Sicherheitsmaßnahmen gerade mal, ja? Ist doch scheißegal, los geht's. Soll ich mal so ein bisschen auf den Heliballer? Immer mit der Ruhe. Ich hab den dort die Hände... Ich hab den dort die Hände gefesselt. Bei uns, weißt? Auf geht's. Den anderen auch hier. Wait, nimm den anderen auch mit hier. Ja. Totti, das ist keiner von denen. Ist mir scheißegal. Scheißegal, Alter. Ah ja, okay. Was du tu denn? Wer mit den Italienern rumschilt, ja? Ich habe gerade einen Wein getrunken. Der chillt mit den Italienern rum, ne? Wer mit den Italienern chillt, der ist mitschuldig. Ach scheiße, ja? Nix, bist du das? Nix? Ein Stor. Gut. Jetzt aber du, das geht aber auf die Knie. So, wir werden heute ein Gespräch führen über die Schießbereitschaft deiner dreckigen Angestellten und über die Zahlungen, die du jede Woche uns leisten wirst, weil du im Norden hier chillst. Ich habe nicht verstanden, musst du nochmal erzählen, ne? Du nuschelst in deine Bart, ne? Und das ist halt jetzt das. Wir wollen was machen, wir machen so eine große Aufregung, hier ist halt ein Helikopter unterwegs. Ich weiß nicht, ob das der Moment ist, frech zu werden, ja? Wir hatten da schon den Mike schon weg. Ja. Johnny Mike, bleibst du stehen? Wir brauchen vielleicht deinen Platz. Ruf wieder her, wir haben gar nicht genug Platz. Ach so. Ja, das brennt in den Beinen da. Yo, wait, schnapp den mal hinten auf die Rückbank von 150er, ja? Schneid ihm den Hoden ab. Ja. Und er muss beim Johnny Mike euch da hier. Mütze, steig beim Johnny Mike euch. Mütze, geh zum Johnny Mike ganz hinten ins rote Auto. Längst einsteigen, Kumpel! Musst du zu abschließen, ne? Aufverstehen. Hey! Alter! Scheiße, Kollege, ich hab dir doch die Hände gefesselt, Mann! Was soll denn die Scheiße? So, pass mal auf. Was Telefon her. Zack ich. Das ist ein Gast nur. So, weg ist es, die Scheiße. Kannst du dir erstmal im Weinberg wieder suchen. Du bleibst schön hier, wa? Den guten Tag wünschen wir an der Stelle. Oh, da ist ein Sheriff! So, Abfahrt. Audi, Sheriff! Audi! Sheriff, unsere Trauben wären weg. Wir müssen los, ja? Dann willst du gleich in die Knie. Was? Jetzt gucken wir mal. Ich hab's halt nur ausgespielt, weil ich halt nichts dabei hab zum Fesseln, so keine Ahnung. Hab ich doch gemacht, Alter. Da unten ist ein Sheriff, ne? Wir haben eine Geisel! Jo, Sheriff! 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 Hey Sheriff, ihr zieht jetzt mal hier ab. Ja. Ganz ruhig bleiben. Sheriff! Sheriff! Jetzt macht ihr mal halblang. Macht mal halblang und zieht. Haltet euch da jetzt mal. Wir haben den Geist. Ja, haltet euch da mal da raus. Da oben, ja? Ja. Und wir werden dem die Kehle durchschneiden, wenn wir involviert werden. Wir müssen mal mit dem sprechen. Der hat die Städte da oben. Der kommt mit der Groove Street und der schickt die Groove Street hier in den Norden. Wir müssen dem mal ein paar Manieren beibringen, ja? Ja, ruf dein Kollege zurück. Wir wurden gestern komplett zu Dommen geschossen hier. Ruf jetzt erstmal dein Kollege zurück, sonst kriegt er der Hals abgestaucht da. Gut, Einheiten Abstand nehmen, die Geiselnehmer drohen. Das ist doch furchtbar, wir können weg durch keinen Schritt machen, ohne dass die Bulle da sind, ne? Ja gut, aber das, wenn die gerade hier unten zu tun hatten, das ist ja dann auch einfach vom Zeitpunkt her ein bisschen. Ja, da können die ja auch nichts zu. So, ich ruf mal das Sandro. Oh. Wer ist beim Sandro noch im Auto? Der Wade und ich glaub da. Ja, der Wade und. Wer ist da ungefähr noch? Das ist auch nicht. Und noch hier, Wade und.
Der Mütze vielleicht? Wo nee, ist der Mütze ist beim Johnny Mike. Aber ich rufe den Johnny Mike mal. Ja? Jo, wo fahrt denn er hin? Ja, aber wir können doch da jetzt nicht zurückkommen. Wir haben doch keine Chance. Ich lock die Bullen ein bisschen weg. Ach so, du bist gar nicht mit dem Sandro unterwegs. Nee. Ja, die Bulle, die soll Abstand nehmen. Die Bulle soll Abstand nehmen, sonst stechen wir dann ab. Kannst du deine Sau, dann kommst du zu uns. Ich guck ja, dir jetzt mal, wo wir hinfahren. Ich werde die Kraft vom Heli verfolgen. Warum ja, ich hab an. Ja, dann ruf das denn. Ich muss jetzt auflegen, ich muss fahren. Ja, ruf das denn zu, Alla. Oh, wait. Verkehrsunfall, wir sind gefickt, Alter. Ja, wirklich. Wir haben ja extra gesagt, die Bulle soll Abstand nehmen, sonst stelle ich mir, wo seid ihr? Ja, die haben uns so getrieben, dass es ein Auto aus dem Gegenverkehr komplett frontal reingefahren ist. Und wo? Eingang vor Santuro, Alter. Oh. Eingang vor Zancudo, okay. Dreh mal rum. Wo ist denn das? Ja, das ist da ohne die Militärbasis. Guck's mir mal ins GPS, ja. Mhm. Kann ich dir mal zeigen, wie man das normalerweise fährt, ja. Weil da kannst du nämlich hier im GPS-Gerät kannst du noch was eintippen, ja. Und dann sieht man, wo es hingeht, ja. Ja, siehst du es, ja. Ja, auf jeden Fall, der Sandro hat einen Autounfall, weil die Bulle, die du in der Gehverkehr gedrängt habe. Und jetzt? Die sind gefickt, hat er gesagt. Wir gehen jetzt hier und klatschen einfach alles weg, was wir finden. Ach so, die sind gefickt oder was? Ja, ja. Ach so, ja, gut. Also ich sag mal so, den Italiener, den steche ich ab. Ja, die Drecksau. Mhm. Ja, gut. Aber... Ja. Also das hätte ja, das, also da denkt man wirklich, wir hätten das gezielt und geplant gemacht, ne? Das war so ein Chef da hinten öffnen. Das war ja auch wirklich ein Zufall. Ach du Scheiße. Primo, absolut primo. Der hat ganz schön Zünder, Jurte, Enser Golf, oder? Naja, der hat schön Zünder. Ja, das ist halt auch furchtbar. Na, weiter. Ja, ich denke mal so, wenn die alle beschäftigt sind, ne? Ja. Bill Belson und Marvin, danke für eure Follows. Und One Hand Gamer, auch Dankeschön. Ja, der Tolli, der kennt da nichts, ne? Dragon Slayer und. Ja, Dragon Slayer, danke dir auch noch. Dein Follow. Ja, ach, das ist doch... Mann. Vielen Dank. So, alleine eben schon der Pit auf das Auto von Arthur, als wir da nur aus dem Gelände rausfahren, war schon so unnötig, so keine Ahnung, Mann. Na, ich danke dir. Und da wurde jetzt aktiv das Crime unterbunden. Absolut primo. Ja, lass uns mal durch hier fahren. American, fight for the rights of every man. I am a real American.
Fight for what's right. Fight for your life. When it comes crashing down and it hurts inside. Nee, hab ich nicht gesehen, Digga. Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der das ein bisschen also, übertrieben hält mit den ganzen Helikoptern? Na, nö. Machen wir zurück. Jo, guck mal, wo das ist. Gegen Italiener. Was willst du, hä? Komm, fahr noch da hinten, dann hauen wir uns 1-1 auf der Schnauze. Ah, Hilfe! Geh dir weg! Achse weg! Ab, aua! Hilfe! Ich glaube, der wollte verrecken hier. Oh, da liegt einer auf mir drauf, auf meine Arme! Ja, ich schieb den auf Seite, ich schieb den auf Seite. Hilfe! Scheiße, was sind denn für Spinner hier? Oh, Hilfe, ey. Mir voll auf die Schulter gehauen, der Idiot. Meine Fresse. Helfen Sie mal. Die sind immer noch da vorne, ich brauche mal einen Bootschützen. Ja, ja, alles gut, gute Reaktion. Nehmen Sie mich einmal mit von dem Mann weg. Was war hinten los? Da wird geschossen. Können Sie einmal... Kommen Sie mit, Herr Gebin, euch. Helfen Sie mir auf. Kommen Sie mit. Okay, legen Sie sich mal hier auf die Seite, vielleicht neben die Straße. So, okay, links. Legen Sie sich hin, genau. Mein Gott, Mann, was ist denn hier heute schon wieder los? Boston, bleib stehen! Geht's Ihnen soweit gut? Brauchen Sie was? Kann ich Ihnen was zu trinken geben, oder? Junge, Junge. Brauchen Sie was zu trinken ansonsten, oder was zu essen, oder was Kleines? So sag ich. Ja, ich meine, was machen die denn in so einem Nobelrestaurant? Da passen die doch gar nicht rein. Ja, natürlich. Ah. Oh, also es gibt eine weitere Geisel. Eine Schusswunde. Okay. Hier ist die Schusswunde, ja? Genau. Moment. Es gibt. Wissen wir was von einer weiteren Geisel? Nicht, dass ich wüsste. Weil Herr Gambino meinte eben, es gibt eventuell eine weitere Geisel. Okay. Ja, gucken wir nochmal, dass wir hier einen ordentlichen Druckverband ranbekommen. So. Okay. Sir, hören Sie mich? Oh. Ajo. Oh Gott. Oh. Sehr gut. So. Ich drück Ihre Wunde ab, ja? Wir machen gleich so einen Verband. Oh, ach ja, das ist nur ein Streifschuss, Kornst. Ja, nur ein Streifschuss. Oh. Ja, gut, willst du das so sagen? Oh, ah, jo, klar. Ja, ja. Die ATW soll die mitnehmen, ne? Genau. ATW hier. So. So, dann. So, Schmerzen von 1 bis 10. Wo sind wir da? Ach, gut, die 2. Eine gute 2, sind tough, ne? Ah ja, natürlich, ich bin knippelharter, ja. Ich habe ja auch Promille. Okay, aber weil auch wenn es ein Streifschuss ist, ne, sehen wir mal mit zum Nähen. Genau. Ja, wenn Sie den Herrn mitnehmen, dann passen Sie mal bitte auf, dass eine Streife mitfährt. Oh, er hat einen Officer tätlich angegriffen. Ja, natürlich, also... Genau, der Kollege, kannst du auch fehlerfrei schwätzen, oder? Die Schusswunde hier. Geht es lieber rum? Ja. Also die Kollegen werden die mitnehmen. Wir also direkt transportieren. Ja, klar. Ja, klar. Okay. So, dann. Guck mal, wo sind denn die Kollegen? Der Herr da drüben. Ah, ja, perfekt, los. Genau. Hier eine Streifschuss ist schon abgebrochen. Eine Sekunde, wir warten auf die Kollegen. Herr Gambino, Totti, wie geht das?
Das war gerade eben erstmal eine medizinische Behandlung. Eine Sekunde, wir machen das einmal vorher. Warte, wie geht das? So, einmal bitte die Hände hoch. Ah, no, ich brauche erst eine medizinische Behandlung. Dann machen wir das einmal. Ach. Officer. Der Herr in Rot. Ihr geht doch eh mit, oder? Ja, wir fahren mit. Ja, aber erstmal nicht, aber wir haben ihn noch nicht, wir haben ihn aber noch nicht durchsucht. Ja. Ja, pass auf, ich geh mal mit rein, ich leg ihm mal die Handschellen vorne rein, rum. Kein Problem. Von unserer Seite aus. Ja. Dann könnt ihr also noch hier mal warten. Sagen, was ihr steig mal aus, und lass dich mal entwaffnen, ja, dass die Mediziner hier keine Muffe haben. Ganz kurz, sie sind jetzt Castle oder Walker? Ich bin gerade verwirrt. So. Ich weiß ja, die kreiert der Mund nicht auf. Ja, dann stellen sich aber mal kurz einen RTW dran, dann oh, da, mein Baseballschläger leider noch da vorne, da, bitte. Einmal bitte die Hände hochnehmen, trotzdem. Wir müssen einmal nur... Ja, das könnt ihr ja noch, Behandlung machen, oder? Ja, das machen wir jetzt. Naja. Einmal nur Sicherheit der Medics. Totti, zum Glück habe ich nur einen Streifschuss abgekriegt, Herr. Ich weiß nicht, ob sie es schon geklärt. Die sind alle so blöd. Alles klar, wunderbar. Es war auch von ihnen war die Baseballschläger. Genau. Okay. So, dann können Sie die Hände einmal runternehmen, können sich schon mal reinsetzen. So. Und dann mache ich sie jetzt einmal an dem an der Liege hier fest. Das täte ich nicht machen, weil ich muss behandelt werden, Herr Kollege. Ich muss mich vielleicht bewegen. Ich fahr mit. Ja. Alles gut. Dann fährst du hinterher. Trotzdem muss ich behandelt werden. Ja, alles gut. Die Medics kommen ja jetzt. So, ich habe den einmal an die Liege fest gemacht. Ja. Ich würde. Fahrt uns hinterher am besten. Ja, ich kann kurz mit deiner Einsatzleitung ab. Ja, wir müssen jetzt los, ja? Gut. Patient. Hast du den Kollege? Aua, fest da, ey. Der Liege festgemacht. Ja. Mann, dann habe ich eben die Hände gebunden und das Telefon raus. Und die Liege festgemacht. Ja, genau. Bring den da neu, komm. Am besten in oh, Hand habe ich noch frei, du. Er konnte schon gleich erwürgen. Vollen Menschen. Ja, ich gehe nicht herein bei dieser Mann. Das ist kein richtiges Wort, das wissen Sie schon. Ja, halt, bring den da neu. Ich erwürge mit einer Hand. Bring den Vollidiot hier neu. Ich erwürge den auch mit einer Hand. Und der macht den Mund auf, hä? Ja, komm da neu. Komm, ich drück dir ein bisschen den Hals zu. Das kriege ich auch mit einer Hand hier. Keine Angst. Ah, der Milizier kommt da auch mit, hä? Warte! Musst du doch aufpassen, ne? Was du sagst, ne? Totti, soll ich ihn umbringen hier drin? Mach ihn weg. Aber soll ich ihn umbringen? Warte, ich geb ihm echt mal auch nicht rechts. In welches Krankenhaus fahrt ihr? Ja, und jetzt kriegt er noch auch nicht neu. Zack. Ja. In welches Krankenhaus? Da müsst ihr mir schon beide Hände. Ja. Mein Gott. Da müsst ihr mir schon beide Hände. Oh, schnalle, du. Ja, du, noch ein Kopf los. Dann machen wir halt mal. Ja, schön drauf. Ich komm mit rein. Ich halte ihn fest. Mach. Gut, dann machen wir halt jetzt beide dran. Ja, genau. Fessel mich mit beiden Händen, Dro. Jawoll. Ja. Eine Güte. Oh, gar nicht ihr gut, geht doch ordentlich. Müssen wir noch den Hals irgendwie festhalten? Genau. Mach mich fest. Auf geht's. Mach mich mit allem fest, was du hast, Kollege. An. Kollege, komm, bind mich noch mehr fest. So, einmal anschnallen, bitte. Ist ruhig. Heftig, ja. Ja. Okay. Und die Flachpfeife. Chris, lass mich fahren. Ja, warte mal. Ja, aber ich hoffe, du konntest mehr als den Schlauch machen, hä? Solange der Blut da nicht mehr fließt, ist er abgedeckt, hä? Der Herr, kommen Sie bitte mit. Wir haben Handschellen dran, also. Du musst keinen Schlauch machen. Lala, danke dir für deinen Sub. Kuss. Warte mal. Wer nimmt er mich jetzt mit, ne? So. Okay, und den Niveaulosen schicken sie gleich in die Sumpfe. Wir holen dich, Gambino, Alter. Gambino, IQ wie eine Brote, kommt er morgen. Oh, Gambino, wart ab. Du kimmst ins Fass im Keller, das Saurester. Kommen Sie bitte mit. IQ wie ein Prochetta, Alter. Du weißt doch nicht, was ist ein Prochetta, Mama. Von den Streifen. Ja, hi. Aus der Streife. Ah, ich bin ja durcheinander. So, kriegt man jetzt hier aber medizinische Behandlung oder was ist das da mit deiner Pulle? Ich hab keine Spritze in den Arsch, ne? Ja, dreht er die Fresse neu. Dann einmal hinter dem Streifenwagen am besten hergehen. Nee. Ja, Roscoe ist nicht zu richtig. In dieser Streifenwagen, gell? Oder?
So, der Herr mit der Schusswunde ist hier drin, richtig? Richtig. Ich brauche mal ein Schwarmwissen. Ist, beziehungsweise. Der Herr mit der Schusswunde? In Kelvin im ja, ist. Ja. Mit der Schusswunde. Der Officer hat mich hier. Ja, ich konnte noch gerade so schwätzen. Das ist das Einzige, was dann der Officer mir noch gelassen hat. Nach vorne. Ich lege ihn einmal eine Sauerstoffmaske drüber. Einmal Kopf nach vorne. So, alles klar. Ja, sie konnten ja ihre Fähigkeit bei sich behalten. Hä, sie sind doch. Hä? Das geht doch gar nicht. Ich brauche keine Sauerstoffmaske. Hab ich irgendwas an der Luft? Pah, weg damit! Grape Seed Revier. Der Herr, bitte lassen Sie die Sauerstoffmaske an, ja? Sie schwimmen und leben. No! Pah, weg damit! Okay, dann. Ah, mein Handy klingelt! Ja. Warte mal, ich muss mir das irgendwie aus der Tasche. Ich muss ihn einmal in Zugang legen. Ich hab vor gar nichts Angst. Ja, pass auf, dann leg ich einmal auf, ja? No, ey, ich will nicht, dass der Officer mich auffasst, sonst beiß ich ihn. Gut, Officer, dann nicht anfassen wird. Ich lege ihn einmal in Zugang in 3, 2, 1. Ist schon drin, alles klar, super. Officer Vollpfeif. Kollege, wofür leckst du mir einen Zugang? So, Schusswund habe ich selber schon behandelt an mir. Das ist ein Streifschuss, nichts anderes. Wir gehen auf Nummer sicher, Sir. Bist du ein Trainee oder was? Lass doch mal lieber einen Profi droh. herrlich. C9. Und der 45. Geht's Ihnen soweit gut da hinten? Ja, bis auf den stinkischen Bullet vor mir, aber sonst. Ja. Super, alles klar. Wird der eigentlich dein Arm nicht weh, Kollege? Nee, warum? Hab ich nicht dich auch zusammengeprügelt? Ja, du hast mir auf die Schulter hier hauen, aber das machen wir nachher. Ah, ja, der Masche, ja, klar. Das machen wir nachher. Ja, natürlich. Die Schusswunden sind ja auch nicht so übel, ne? Ah ja, so ein Streifschuss, das genau, macht doch nix. Genau. Dann fahren wir nicht weiter. Ah, sehr froh, dass ich mich nicht bewegen kann, weil du mich an jedem Körperteil gefesselt hast. Hab ich doch gar nicht. Ihre Hände. Ah ja, merkst du was? Wenn wir jetzt einen Unfall machen, kann ich mich nicht befreien. Super, dann breche ich mir alles weh dir. Das ist mal super Sicherheit. Könnten sie hinten im Polizeiwagen auch nicht. Ja, doch, da hocke ich nochmal. Merkst du das, hä? Wenn wir jetzt hier was drauf fahren, da fliege ich mit dem ganzen Körper zur Seite, bricht's mir die Arme. Aber das kapierst du nicht, ne? Ja, merkst du selber. Mein Gott, bist du ein Kandidat, oder? Also in meiner Rettungswagen wird jetzt nicht mehr weiter rumdiskutiert. Geld dahinter. Ah ja. Dass du mir jetzt konzentriert fahren, sonst komme ich hier nicht rum. Oder was sagst du zu mehr? Wirklich was? Ah ja. Was ich hoffe nicht, was dass wir gehen. Ich zu mehr. Ja, was sagst du denn zu mehr? Jetzt dahinter mal Ruhe, sonst. Kann sein, dass ein Scheiß passiert. Was dann? Aber willst du, dass ich unkonzentriert fahre oder was? Und die nächste Laterne fahre? Ich schwätz doch nur. Was hast du dann? Kannst du nicht schwätzen und fahren gleichzeitig? Jetzt. Dann halt doch der Sappel. Ich höre die ganze Zeit nur dummes Schwätz. Ah ja, dasselbe kann ich auch sagen, ja? Ah ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, haben wir was zusammen. Also sind wir alle ruhig und dann passt es auch wieder. Dann halt doch. Dann halt doch aber der Rand, ja. Ah ja, wunderbar, dann sind wir uns einig. Ah ja, dann halt doch der Rand. Das hat doch auch keiner gestimmt, dass du wackelst. Kollege. Ich bin froh, dass du noch sitzen kannst. Du weißt, dass so eine Scheiße auch anders ausgehen kann. Ah ja, das kann passieren. Hast du selber gesagt, dass du das so mal gehabt hast? Also sei doch froh, dass du das zweite Mal auch überlebt hast. Na klar, Kollege. Ah ja, und jetzt, also. Und jetzt fahr doch einfach den Wache und halt doch der Rand. Diskutier doch nicht mit mir. So ein Schwätzer. Was ist du? Leitstelle von RWS. So. Ja. Dann löse ich den Herrn einmal von der Trage. Ah. Die eine Hand ab, bitte, hä? Sonst muss ich die Trage mitschleppen. Ich hab dich von der Trage gelöst. Ja, in der Ausseite. Leitstelle von RWS. Hallo. Hallo, wo, wie, was, wo Schuss? Ah. Lauter, das ist danke. Modo. Schusswunde, Streifverletzung. Ja, hoffentlich verblutest du, Stück Scheiße. Konnte man nicht sagen.
Ja, wer von den zwei ist die Schutzwunde? Der mit den roten Haaren, einmal stehen bleiben. Wo ist ihre Schusswunde? Das ist die Schusswunde, gut. Oh, gucken Sie, hier neben, am Arm. Ja, gut. Dann ab einmal in Röntgen mit Ihnen. Bleib im Gang stehen, ja? Ja, kannst du machen. Ich schließe aber. Bleib im Gang stehen. Ja, ja. So, dann schieben wir dich einmal mit rein. Das wäre eine asoziale gewesen. Stück Scheiße. Einmal bitte Unterstützung für die Schusswunde in Röntgen. Was ist denn mit der los? Jo, was hast denn du angestellt, mein Guter, dass du gleich Schafe kriegst? Ich weiß es auch nicht. Ich konnte das nicht sagen. Vielleicht wollte ich dem Gambino da aufs Maul haare. Boah, und die Polizei hier ist halt ein bisschen, ne? Die sind halt anders da drauf. Ah. Jo, kannst du deinen Arm bewegen? Spürst du noch alles? Na klar, war ja zum Glück nur ein Streichschuss. Ah jo, also kein Steckschuss. No. Mir wurde nämlich ein Steckschuss angekündigt. Dann frage ich mich, was wir hier gerade machen, aber okay. Machen wir trotzdem mal ein Bild, um zu gucken, ob dir dein Knochen mitgenommen worden ist. Ah ja, natürlich. Gut. Blacklight, danke dir. Blacklight. So. Vielen Dank. Dann gehen wir erstmal in Behandlungszimmer. Ja. Perfekt. Greifschuss Oberarm. Oh. Das war die Tochter vom Chef, ja. Ja, das machen wir. So, der Herr, ich kann Ihnen Glückwunsch wünschen. Sie haben es losgezogen, keinen gebrochenen Knochen zu haben. Ach, Weltklasse, Sie sind eine Maschine. Fleischwunde, ja, wird einmal Neske, genäht. Vielen Dank, ich hoffe, du hast einen schönen Stream. Drauf und ja, Bandage und raus mit Ihnen. Okay. Gut, dann checken wir es einmal hin. So, schieben wir jetzt einmal rüber. Hä, was für Pflanz? Ich hab dir keine Pflanz abgenommen. Gut, kommen wir mal mit. Petrusch, danke dir für dein Follow. Einmal im Behandlungsraum. Hast du Arbeit? Hast du nur einen Doc? Ich bin hier, können nichts vorfinden. Ist hier Platz? Nee, 3 ist belegt. Gut, hast du Arbeit? Ja, ich habe Arbeit, brauche eigentlich einen Doc. Ja gut, dann nähen, also, ich gehe rüber. Das ist nur nähen, einmal den Streifschuss zunehmen, ich gehe rüber. Ja gut, dann machen wir das. Fleischwunde. Dann geh du rüber. Ja. Ja. Andere muss geröntgt werden, ist Stichwunde. Auch. Erzählen Sie mal, was Sie heute gemacht haben. Gut, Herr. Legen Sie sich mal hin. Der ist. Also. Das ist beruhigt jetzt, ja? Ja, gleich. Wir haben ja eine kleine Auseinandersetzung gerade schon gehabt, gell? Ja, was dann? Ich kann Ihnen, ich sag's Ihnen, wie es ist. Ich kann Sie teilweise verstehen, okay? Und dass es jetzt auch nicht das Beste ist, dass der Herr von der Polizei bei Ihnen jetzt gerade hinten war. Das kann ich auch verstehen. Okay? Aber verstehen Sie mich bitte, dass in meinem Fahrzeug solche Diskussionen, wer mit wem und wer wie anpisst oder wie auch immer, einfach. Du hast vollkommen recht. Ich will dir helfen. Ja, du hast vollkommen recht. Also. Ich steht euch auch nie verbieten, jemandem zu helfen. Nicht so wie andere Leute. Möchte ja auch schon mitkriegt, hoch, ne? So. Gut. Und deine Leid, genau deine Leid wollen wir aufs Maul haare und deine Ursache machen. Aber die Bulle, die sind einfach zu flink für uns. Verstehst du das? Hallo, wir wollten jetzt doch keine Namen nennen, oder? Ja. Also. Genau. Und dann merkst du was? So, und dann hockt sich noch so ein Vollidiot mit zu mir in der Krankenwache. Der soll sich verpissen. Der konnte von Glück sagen, dass ich noch ein bisschen Niveau habe. Du weißt doch, ich mache doch auch nur ihren Job. Na, wenn sie das wenigstens machen. Wenn sie das wenigstens machen, Dede. Aber jetzt mal anders. Ist es woanders anders? Ach Quatsch. Bubble up, up. Ah ja, also. Ah. Du bist ja ein bisschen hartnäckig, oder? Oder brauchst du irgendwas, ich bin ein hartes Arschloch, bin ich, ja. Ich habe nur kein hartes Arschloch zählt, das sag ich dir, wie es ist. Ja. Guck mal ins Gesicht. Ich hab vielleicht einen harten Stuhlgang schon mal zählt, aber das war's dann auch. So, hallo. Hi, wie geht's? Howdy. Euer bestens hier. Also, Patient sehr stabil, hatte angeblich auch bereits schon mal Erfahrung mit der gleichen Wunde. Nein, nicht mit der. Entschuldigung, das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt.
Gut, dann Adrenalin ist auf jeden Fall da. Ah, ja. Gut, einmal mit Antiseptikum nochmal drüber, dass es nichts mit nichts eitert etc. pp. Und Verband drauf und ja, Schmerzen, Schmerzmittel nach Bedarf. Ja. Gut, dann bin ich hinten. Wunderbar. Gut. Brauchst du Schmerzmittel? Ich nehme immer gerne Schmerzen aus. Hast du ein schönes? Es war mir schon klar, dass die Sache kommt. Nehmen wir mal von einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist so ein Fiegefurz. Einer, der mal aufpasst hat, hey, scheiße. Ja. Aber so, ich gehe noch kurz einen Verband holen und dann machen wir das. Ah ja, klar. Ja. Natürlich. Herrlich. Nee, ich hab dir echt keine Dings abgenommen, SK. Was hab ich dir abgenommen? Dietriche hab ich dir abgenommen. Die Waffe hätte ich auch zu assi gefunden, die wollte ich dir nicht abnehmen. Ja, da, man muss da ja jetzt auch mal ein bisschen Verständnis haben. Der Frust sitzt da natürlich tief, wir haben eine Aktion geplant, das wird schon so unterbunden, so. Da ist natürlich auch mal Frust dabei, ja. War jetzt auch nicht alles cool, was ich da gemacht habe. Aber, ja. Halt auch wieder das, so Maßnahmen wie bevor jemand behandelt wird, durchsuchen und sonst was. Wollte das haben wir früher mit Leuten gemacht, die bekanntlich schon Waffen hin und her gegeben haben, ja. Was ist das da? Also, soll ich dir was sagen? Was dann? Vor der Tür wartet schon wieder Besuch, aber, Krieg die nicht auf, gell? Ja, das ist mir schon klar, dass die Worte. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, jetzt lege ich noch einen Verband an und dann machen wir es mal gemütlich. Gemütlich einmal drüber, so. Wegeln. Mhm. Also Verbände, ne? Wenn es zieht, muss ich mir sagen, dann ja. Lasse ich es ein bisschen locker, aber du willst es ja, ja schnell und unkompliziert haben, oder? Einfach, ich bin mit allem zufrieden, einfach drauf. Okay, gut, also 6 Wochen dein Fuß nicht mehr bewege, gell? Ja, gut. Dann mache ich das. Bist du damit auch zu... Ja, dann gibt mir ein paar Kriegabe. Ah, nein, wie war das, Jade? Materialsprache ist das eine, aber wir müssen schon ja. Noch irgendwie Jade machen. Ah ja, natürlich. Woher kommst du denn? Aus Tennessee, Dresden. Aus Tennessee, Dresden, ah ja. Ah jo. Weil sind die alle hart da, so wie du. Ah ja, wir sind die O'Neills, hallo. Ah, die O'Neills seid ihr. Aber von denen habe ich auch schon viel gehört. Ah ja, natürlich. Das ist der Erste, der jetzt mal vor mir liegt. Ah ja, merkst du? Ja, das... Anscheinend. Das war in den letzten Tagen öfters mal das Problem mit den Italienern da, aber... Aber wie kommt man mit den Italienern klar? Also was ist da das Problem? Ach, eigentlich wollte man da auch nochmal essen gehen und dann wird die Bulle gerufen, er wurde uns geschossen und so und, ne? Ja. Aber nur wenn, also wenn ich essen gehe, fange ich keine Schießerei an. Ja, ich fange auch nie eine Schießerei an, ich habe nicht mal Knarre ausstecken. Ja. Gut. Ja, Worte können auch verletzen, das weißt du. Manche sind nicht so hartnäckig. Ja. Meistens ist es besser, mit Worte zu verletzen, ja. Richtig. Und bei manchen Worten. Ah, ich hab Kopfschmerzen. Na, kurz warten. Die Kopfschmerzen haben wir alle, ja. Ach Mann. Ja, also ich kann, ne? Ist halt. Wir gehen jetzt in den Knast und so. Hast jetzt wieder das Ganze, den ganzen Scheiß. Ohne dass wir überhaupt unser RP machen konnten, so. Und das fuckt halt natürlich ab, ne? Brauch ich da kein Geheimnis draus machen. Ist halt einfach uncool.
Man kann jetzt auch sagen, ja, ihr hättet ja auch einfach wieder gehen können, hättet es von anders machen können. Ja. Das glaube ich aber auch erst, wenn die wirklich da jemand gesucht haben. Wenn ich das weiß. Und dann muss es trotzdem jetzt sein, dass der Heli da dann kann ja auch einfach mal. Ja, ach, da brauche ich gar nicht, ne, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Was ich mich in meinem Kopf-RP schon rechtfertigen musste, dass ich alleine überhaupt mal getasert habe und dabei sowas wird dann geschossen, naja. Gut, ich habe halt einen Polizisten noch angegriffen, das ist dann auch wieder was anderes, ja, muss man auch sagen. Da stehen so viele Cops rum und ich renne da rein und greife den an. So, den Spruch fand ich aber auch uncool, wollte der verrecken oder was, kann man sich sparen, ne? Fand ich halt auch einfach uncool. Aber, ja, so, scheiß drauf. Find's nur, fuckt halt ab, dass unser RP da jetzt, das ist so gut gelaufen, dass wir den Typ da rausgeholt haben, was ja gar nicht geplant war, ihr habt's ja mitbekommen. Und das wäre jetzt noch richtig gut geworden, aber ja. Ja, und das, die Frau da eben ist unnötig. Ein Stück Scheiß und was weiß ich. Hat sich auch nicht so, ja. Aber ja, man braucht auch einen Erzfeind im RP. Ist einfach so. Man hat ja eben auch hier, also der Gambino, der mit mir im Krankenwagen war, das ist ja Fanti, ja, der hat ja auch super mitgemacht hier, als ich gesagt habe, ich gebe die Kopfnuss und so, ne, der geht da ja voll drauf ein. So. Was ist denn jetzt hier? Game Starter doch mal. Das ist das Rockstar-Logo. Ja, es ist halt, wenn wir irgendwo auftauchen, wird halt dreimal hingeguckt. Ich meine, da sind wir irgendwo selbst dran schuld, aber... Wie wird derzeit ausgeführt? Was ist denn jetzt hier? Also diese Entführung, das wäre jetzt nochmal richtig cool geworden, weil wie gesagt, Fanti ist da im Krankenwagen ja auch voll drauf eingegangen und er wäre auch auf dieses Entführungsding da voll mit drauf eingegangen und so. Das wäre richtig cool geworden. Leider haben die Cops uns das jetzt halt zerstört. Ja, genau. Maskenmann, genau.